wir live mit Counter-Strike und natürlich der nächsten Map oder der ersten Map zwischen Expert, dem X-Playing Duxline-Up und Sprout. Auf geht's, ab geht's. Ninth Round geht hier an Expert. Eika, der Letzte, den nochmal stechen darf. Und damit kann sich Expert hier die beliebte Seitenwahl auf Nuke sichern. Das ist ja eine der Maps, wo die Seitenwahl wirklich sehr entscheidend sein kann. Einfach auch für die Teampräferenzen, wo man denn gerne hier reinstarten kann. Es ist, wie gesagt, für die beiden Teams jetzt das erste Spiel in der Meisterschaft. Und damit auch die ersten möglichen Punkte für beide. Ich bin wirklich gespannt, wie man sich hier präsentiert. Du hast es angesprochen, offline hat man sich als Line-Up präsentieren können. Und ich glaube, dass das Nuke keine schlechte Map ist für das Expert E-Sport hier. Und Sprout ebenfalls ordentlich dabei. Also das wird eine ganz, ganz coole Sache. Also Premiere für Eika und Co. unter dem Elektro-Fachmarkt, Handel, whatever. Auf jeden Fall. Für sein Team ein großer Schritt in die nächste Richtung und es geht für Sprout direkt mal an der Rampe nach vorne. Sehr interessantes Setup. Sie haben keinen an der Rampe abgestellt. Da kriegen sie natürlich jetzt mit, okay, die Lücke ist gegeben und die Lücke soll ausgenutzt werden. Auf lange Distanz versucht Eika direkt hier die Antwort zu setzen. Rotation tritt noch nicht ein. Man versucht erstmal die Lobby hier langsam mit Vennik einzunehmen, der unglaublich krass auf LAN performt hat. Also mein Respekt. Vennik war einer für mich der MVPs auf diesem Event. Und ich bin gespannt, ob er das heute auch hier abrufen kann. Aber Sirso und Speedy machen hier direkt kurzen Prozess. Wie gesagt, die Erwartungen meiner Meinung nach bei Sprout sind ungemein hoch. Eigentlich müsste der Titel des deutschen Meisters jetzt langsam mal drin sein. Ja, nachdem man zweimal ihn nicht geschafft hat, sollte er jetzt hier wieder drin sein. Trotzdem, 2 gegen 1 Situation, Expert auf der Suche nach der Runde. Eika, dem läuft die Zeit davon. Ja, und jetzt kann er es vergessen. Das wird er nicht mehr schaffen. Macht dir noch einen Schaden. Wird er von Speedy auch noch geneift. Also mitgenommen. Den lässt er sich nicht entgehen, weil das ist Bonusgeld. Man sieht es einfach. Er geht auf 5150. Boah. Also das ist ordentlich Geld, was man hier mitnehmen kann. Ja, und damit heißt das jetzt für Sprout das 1:0 auf der T-Side für Nuke. Sehr, sehr gut für sie, damit weiter aufschließen zu können. Expert entscheidet sich auch dagegen, hier großartig was mit Waffen zu forcen. Man spielt mit den Pistols relativ weit runter, also alle kaufen einiges rein, außer Eika. Der ist dann nach vorne, jetzt pusht man über lang und holt sich 2 Outside. BMLN fast mit dem dritten über die AK und er macht sogar 3. Wie geht das denn? BMLN einfach mit Offensiv-Push und man holt sich hier das 4 gegen 2 und damit ist Sprout jetzt böse im Nachteil. Ja, und das mit einem super Backup, das dürfen wir halt nicht vergessen. Jetzt rennt Dennis hier auf. Also Dennis hilft hier zumindest aus über die Flanke und damit die Bombe erstmal allein aufgestellt. Also Speedy auch hier am Aufpassen. So, Hi Kitty, der lässt sich rausnehmen. Damit ist es hier nur noch Vennik im 2 gegen 1. Er weiß, dass Dennis irgendwo wahrscheinlich auf der Seite rumgammelt. Hat er den Vorteil, er kann ihn rausnehmen. Vennik ist damit bekannt. 46 HP Speedy mit 100 und er weiß, wo sich Vennik befindet. Speedy ist auf dem Vorwärtsgang und Speedy hat hier den Vorteil. Jawohl! Kann die Runde holen am Ende. Also das 2:0 sitzt für Sprout, aber trotzdem, das war eine sehr teure Runde für das, was man hier investiert hat. Sehen wir es uns nochmal ganz kurz an. Da gibt es einen schönen Push und da lässt sich ja Sprout gut mit Timing vernaschen. Ja, kann man einfach sagen. Jedenfalls starke Entries von Expert. BMLN mit dem Triple Kill da über Outside. Sehr schade, dass es Expert, den nicht geschafft hat, die Runde mit dem 4 gegen 2 nochmal irgendwie über die Bühne zu bringen. Sprout bzw. Dennis und Speedy, die es am Ende richten können. Und Dennis direkt fängt weiter, wieder mit dem ersten Headshot an. Eika muss dran glauben hier. Nochmal eben nur Pistols für Expert. Ja, jetzt wird einfach nochmal gespart. Also, der gute Bummeln kann sich in der Zeit die Taktik überlegen. Puh. Schöner Kill da von Dennis. Das war die Inbegriff des One-Taps. So, Faven setzt zum Spray an. Wie gesagt, Sprout hat mir verdammt gut gefallen am Wochenende. Am Ende hat es gegen, wie so oft, gegen das Team mit dem Heimvorteil nicht gereicht. Ne? So, Sink macht da noch ein bisschen Schaden. Aber trotzdem war das eine sehr gute Leistung. Man hat gegen Furia gewonnen. Man hat gut in der Gruppenphase oder in der Vorphase hat man sich gut präsentiert und am Ende reicht es halt einfach nicht, den Sieg mitzunehmen. Im Best of Five war das, hat man alle 3 Maps verloren. Obwohl man eigentlich sehr gut in die Maps immer reingestartet ist, ja. Meiner Meinung nach einfach zu viel liegen lassen hat am Ende und das war, oder das wurde dann bestraft. Hier für Sprout natürlich ein ganz anderes Level, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich, müssen wir ehrlich sein, ist es natürlich ein Niveau unten drunter, ne?
jetzt nicht schlecht gegen die Teams zu reden, aber ein Kuria oder zum Beispiel ein Illuminar hat natürlich nochmal ganz andere Ansprüche, die wir nicht vergessen dürfen, auch viel andere Erfahrungswerte. Major-Teilnehmer, Jungs, die auf internationalen Events spielen. Ja, da hat man halt einfach auch andere Gegner, gegen die man prackt, gegen die man spielt in den Officials. Und dementsprechend ist Sprout da auch etwas verwöhnt davon. Ich sage mal, den statistisch auch besseren Team Speedy hält da jetzt Richtung Heaven, kann aber nicht beides gleichzeitig halten. Das heißt, die Bombe wird jetzt erstmal offen gelassen. Nochmal eine Resmoke für Main. Das delayed ganz schön diesen Retake von Expert. Sie müssen sich hier beeilen. Hat nur ein Kit bei SyncD auf der Hand. Speedy, sauberes Timing, aber veraimt hier ganz schön. Deswegen kann Heike die rechtzeitig rumziehen. Aber starker Move von Kito. Damit rechnet man nie im Leben. Nie im Leben rechnet man damit. Und das wird einfach delayed jetzt. Das wird einfach delayed gespielt. Aber Kito, geh ran da jetzt. Gottes Willen, da wurde nochmal richtig Zeit gelassen. Man traut nicht dem Braten, dass Sync da wirklich durchziehen will. Und das war fast nochmal knapp. Ich habe die Zeit nicht gesehen, aber da war er schon ganz schön lange auf dem Ei gesessen. Aber es reicht nicht. Sprout 4-0. Ja, damit geht die Runde an die Sprösslinge. War nochmal eine knappe Geschichte. Also Expert kämpft hier auf jeden Fall mit harten Bandagen entgegen. Aber sparen müssen sie hier auf jeden Fall nochmal. So, jetzt heißt es für Expert abwarten und Tee trinken. Und gucken, was man hier machen kann. In der Runde. Molo ist gut. Also auf jeden Fall erstmal ein langsames Vorgehen. Natürlich irgendwo auf Close Distance kommen, ein bisschen Zeit rausholen mit den Smokes. So, und Sprout. Die versuchen natürlich ihr eigenes Spiel hier irgendwie durchzudrücken. Das ist ja auch einer der Vorteile bei Sprout zum Beispiel. Oder auch Nachteil, es kann Fluch und Segen sein. Boah. Konzentrieren sie auf ihr eigenes Spiel. Oder sie müssen sich sogar auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Weil für die beginnt in 2 Wochen die ESL Pro League. Die haben wahrscheinlich auch gerade andere Sorgen. Und bei so einem Team musst du einfach dein Spiel aufdrücken. Du musst dein Spiel diktieren. Expert hat da eine komplett andere Situation. Klar, die können auch ihr eigenes Spiel durchdrücken, aber die haben halt immer super viel Vorbereitungszeit und können halt auch super viele Demos auch einsichten. Und das ist halt für auf der einen Seite für Expert einen riesen Vorteil. Aber auf der anderen Seite kann Sprout halt auch sehr unberechenbar spielen. Also es macht's halt immer, es hat immer so ein bisschen die Kehrseite noch. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, ob Expert da den Gameplan aufhalten kann. 5-0 jetzt erstmal für Sprout. Sehr starker Start in diese Map hier auf der T-Seite. Und sich da Runde für Runde nach der Pistol jetzt auch wieder gegen diese Economy keine großen Probleme gehabt. Expert also wieder mit Geld, um hier gut zu kaufen. AWP für Aika, der Rest mit AUG und M4. Und damit jetzt auch der Execute so ein bisschen delayed. Oh mein Gott, was? Sind die irgendwie mit Hilfe von Sirson nochmal dran? Aber Aika ist draußen und er macht 2, sieht den dritten droppen, aber jetzt weiß man, dass es B wird. Hi Kitty muss nur den Eingang halten. Er muss da nur reinhalten und das reicht. Dennis ebenfalls super low, stark geholt von Hi Kitty. Aber es sieht sehr gut aus von Hi Kitty. Also kann den Winkel halten. Reefer kommt nicht über die Tür rein. Da muss Sirson erstmal ganz, ganz lange laufen und ganz, ganz lange wandern, um da überhaupt supporten zu können. So, smoke den einen Bereich ab, legt damit erstmal die Bombe und damit ist die Bombe durch. Schönes Pre-Fire von Wenig. Oioioioioi, das ist ja so Nummer 10 AP, er hört die Tür. Rein da! Er hört die Tür, die geht auf, er pre-fired und die Runde ist gelaufen. Das ist die erste für Expert. Also. Das war's. Runde vorbei. 1-5. Und das 1-5, ja. Doppel-AWP jetzt auch aufgehoben für Expert. Also die eine noch von Sprout einfach mitgenommen. Und damit 2 Sniper zur Verteidigung dabei. Kann das Ganze nochmal nachkaufen. Muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir sehen es hier. Die Runden waren knapp auch wieder hier. Expert muss viel, viel nachinvestieren. Geld bleibt low. Und Sprout hat auch nicht die größten Reserven, trotz des 5-1. So, also das sieht trotzdem immer noch gut aus für Sprout. Abschreiben müssen sie sich da nicht. So, bummeln. Oder BMLN, der gerne genannt wird. Der verteilt das Ganze erstmal in DXM. Da wartet nur der Spieler vor der Tür und das ist Dennis. So, der Rest versucht Richtung Ziel durchzukommen. Schneller Tempowechsel. Damit hat man den Raum eingenommen. An der Rampe wartet man schon und da ist es wieder Hi Kitty, der sein Glück versucht. Den ersten Pick will er sitzen. Dennis gewinnt aber das Duell gegen den Ingame-Leader von Expert. So, und Hi Kitty mit einem guten Winkel. Flashbang kommt rein, die kann er dodgen, das heißt, er ist nicht blind, dreht durch, holt aber hier nur ein.
Ja, und das ist ein bisschen zu wenig, damit ist der B-Spot erstmal unter Kontrolle. Sürsson auch nochmal mit einem wichtigen Fack und jetzt Dennis mit dem Backstab lurkt da außen rum. Und damit heißt es, Vanek im 1 gegen 4 die Bombe liegt. Er kommt aus der Squeaky Door und so, er kann die halt nicht aufmachen, ohne dass man 5 Leute von Sprout hat, die auf sein Gesicht aimen. Und das wird sehr schwierig. So, damit ist noch Vanek, das kann er fast schon safen gehen. Ja, kleiner Funfact, den wir hier auch noch raushauen können. Das Ganze, diese National Championships, wie jetzt zum Beispiel hier die ESL-Meisterschaft, zählt natürlich in diese Pro-Tour. Ah, ESL Pro-Tour. Genau. Die ESL hat ja ein neues Format angekündigt oder beziehungsweise einen neuen Kreislauf, wo sich solche Teams halt Punkte sammeln können, um zum Beispiel auf die größeren Events zu fahren. Und dazu zählen auch diese National Events, wie zum Beispiel die ESL-Meisterschaft oder die Polen-Meisterschaft oder... Such's ja aus, alles, was so in die Richtung fällt. Und darüber sammelst du Punkte. Und aber genaue Informationen wird es dann am Wochenende geben. Ja, wenn die ESL One New York ist. Also, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da werden alle genaueren Informationen angekündigt. Aber das ist ein sehr interessantes System, um ja ein bisschen, wie soll man es sagen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Aber warten wir ab, was uns die ESL da präsentiert. Dann in New York. Oh, Kito jetzt mit einem wichtigen Peak. Er hat das so gut auf dem Schirm, dass Eika da steht. Krass, dass er den Winkel noch hält. Also nochmal nach links schaut. Jetzt ein bisschen Timing-Pech, aber BMLN trifft den Headshot nicht schnell genug. Da ist er also da für den Double-Kill. Dennis ebenfalls erfolgreich gegen SyncD. Und das heißt Hi-Kitty und Vanek alleine. Hi-Kitty, jawoll! Einmal über Outside. Die längste Distanz mit dem Headshot gegen Kito beendet. Auch Vanek gewinnt sein Duell. 2 gegen 3. Noch ist die Runde nicht um. Und Sprout hat immer noch keine Bombe in Richtung eines Spots gebracht. Ja, das Duell wird man aber gewinnen. Jetzt heißt Hi-Kitty gegen alle. Oh, was? Rübergezogen. Schöne Frags von Hi-Kitty, aber es reicht nicht für die Runde. 7 zu 1 für Sprout. Jo, also, da ist man auf jeden Fall gut unterwegs. Man kann diesen Punkt erreichen, endlich in die Partie reinzukommen. Wir haben hier eine taktische Pause. So, trotzdem, Sprout bleibt weiterhin mit dem Geld sehr gesund und kann auch weiterhin hier ordentlich versuchen, das ein oder andere Wäffchen zu holen. Trotzdem, Expert versucht hier mit allen Mitteln gegenzukämpfen. So, wir haben eine kleine Pause. Frage ist, von wem wird die kommen? Wahrscheinlich von Expert. Dann haben wir da keine Einsicht drauf. Aber naja. Ich glaube auch, dass es von Expert kommt. Und nach dem 1 zu 7, das ist alles nicht so gelaufen, wie man das gerne hätte. 7 zu 1 für die T-Seite auf Nuke. Eher ungewöhnlicher Start. Und dementsprechend Expert so ein bisschen auch schon vielleicht in frühem Druck zu sagen, wir brauchen auf dieser Halbzeit besseres Ergebnis. Ein paar Runden müssen es sein. Und die nächste auch wieder entscheidend mit dem Full-Buy. Hi-Kitty, die wird nochmal kaufen. Vielleicht wieder das Doppel-AWP-Setup. Kann er auch selber die AWP sehr gut spielen. Und damit schauen wir mal, was jetzt aus dem Geld gemacht wird. Ja, gucken wir ganz kurz auf die Stats. Die noch, würde ich sagen, fast sehr ausgeglichen. So, Hi-Kitty da als Ankerspieler an der Rampe gerade ganz gut unterwegs. Versucht auch immer sehr viel Schaden zu geben. So, 7 zu 1. Das ist das Ergebnis. Egal wann, egal wo. Brizzy macht die Deutschen froh. Ne? Oh, RIP. So, NKJ, der hat, glaube ich, gefehlt, oder? Scheint wohl so wieder da sein. Auf jeden Fall hat man deshalb wohl die Pause gecallt. Der Coach. Hä, der war doch. War der eben auch schon auf dem Server? Weiß ich nicht. Vielleicht kam er jetzt dazu. Ja, so. Hey Jungs, lass mal. Hey Jungs, will auch mitmachen. Lass mich mal mitspielen. 7-1, jetzt auf jeden Fall auch mit Coach. Für den. Für die Guten. Und Sprout. So, Doppel-Molotov. Natürlich erstmal der Block von Expert. Ein schnelles Engagement von Sprout hier zu verhindern. Auch direkt die Granaten nach. Also, sie versuchen sich schon ein bisschen Zeit rauszuholen, um Sprout hier früh einzudämmen. Die arbeiten erstmal mit Außenbereich Smokes und da passt Alka auf. Der nutzt nämlich das Timing und kann den ersten Kill hier setzen. Dennis mit dem Refrag an der Tür. Damit haben sie keinen Raum außen gewonnen, aber auch keinen Raum Richtung A und stehen im 4 gegen 4. Und jetzt versuchen sie es halt über die Rampe. Sie suchen eine neue Lücke, da ist Alka schon wieder unterwegs. Kleiner Positionswechsel mit Hi-Kitty zusammen, das Kreuzfeuer. Alka sucht, Alka findet. Also, bleibt weiter dran. Faven aber mit dem Refrag. Alka versucht jetzt den Winkel hier zu halten. Molotov kommt rein. Dadurch kann nicht weiter schön pieken und Dennis macht weiter in den A-Spot auf. Dennis, wieder mit einem hinterher. Also, Dennis, die Maschine, räumt hier den Spot
auf und damit können sie auch den Positionswechsel ergattern und zwar Richtung A-Seite. Aika kann nur noch safe gehen. Super unglücklich für Expert. Jetzt wird es aber langsam bitter. Nächste Runde, die hier wieder in Richtung Sprout geht. Wieder kein Gegenwehrtreffer für Expert eSport. Und da muss jetzt dann langsam mal was passieren. 8:1 für die Jungs von Sprout. Und das ist in diesem Falle jetzt natürlich schon auf der T-Seite ein massiver Halbzeitvorteil, den sie sich aufbauen konnten. Die Halbzeit haben sie definitiv gewonnen. Aika mit einem, Aika mit zwei. Er versucht nochmal ein bisschen Schaden zu machen, was ihm gelingt. Vielleicht das Ace, aber das glaube ich fast nicht mehr. Außer er pusht nochmal rein in A, aber das kann ich mir nicht vorstellen, jetzt wo die Bombe tickelt. Und dementsprechend holen wir uns hier die 8. Runde für Sprout und Expert. Aber weiterhin recht böse abgeschlagen hier. Jetzt bin ich gespannt, das Geld reicht. Das Geld reicht. Man will nochmal reinkaufen. Man will hier komplett forcen, will auf Biegen und Brechen jetzt endlich mal eine Runde hier mitnehmen. Sprout 8:1 weiterhin mit dem Geld weit drüber. AWP bei Syrson, der Rest mit AK 47. Und Dennis auch direkt wieder mit dem ersten. Syrson mit dem nächsten gegen Heike, die kann nachschießen gegen Dennis. BMLN oben auch gerefrackt. Die Refracks sitzen schnell genug von Sprout und damit ist der A-Spot halt wieder innerhalb von Sekunden eingenommen. Wieder liegt die Bombe. Das gibt es nicht, wie gut Sprout hier gerade gegen Expert spielt. Das ist unglaublich. Das ist einfach ein anderes Level. Kaum Chancen für Expert. Die Refracks sitzen perfekt. Sprout verliert so wenige Duelle und holt auch schwierige Situationen wieder an sich. Und das ist wieder der Save. Aika und Sync, die wollen die Waffen durchbringen. Oh, schöne Flash hoch für das Sniper-Nest für Heaven. Mit den beiden gesaveten Waffen. Ach, das wird nicht reichen. Zu wenig Geld bei Expert. Und Sprout schießt sich hier in einen Rausch. Terrorists win. 9:1. Weiter geht's. Expert. Ah, das Geld reicht. Also der maximale Loser-Bonus einfach gerade krass genug, um hier immer wieder nachzukaufen, wenn man ein paar Waffen safe, dann wird ein bisschen gedroppt. Man muss zwar teilweise stark auf Utility verzichten und das zeigt sich natürlich auch. Und jetzt über Outside mal erfolgreich. IK, BMLN, IK mit dem nächsten, jetzt geht's raus. Und jetzt hat man mal wieder ein 4 gegen 2. Jetzt hat man mal wieder die Entry-Frags gesetzt. Und damit muss es doch jetzt mal reichen. Dennis, der macht immer, wenn es wichtig wird, wieder die Frags. Genauso wie vorhin im 2 gegen 4 Unterzahl, macht er auch wieder den Double-Kill ready. Und Dennis mit 3, um Gottes Willen, jetzt dreht er sich aber rum. Und Aikitty, 1 gegen 2. Dennis 16 AP, gutes Timing, aber er rechnet halt nicht mit 2 und er ist der Refrag und Sprout. Double Digits, Favor the Start, 10:1 gegen Expert eSport. Was ist das denn für eine Halbzeit? Wieder holt man sich aus der unwahrscheinlichen Situation noch die Runde und gewinnt einfach die Duelle. Dennis mit dem starken 3K. Jetzt das Geld weg. Jetzt muss man definitiv mal eine Runde sparen. Viermal die Deal, einmal die 5-7. Und damit auch in dieser Runde wieder weniger Wahrscheinlichkeiten, weniger Chancen, das Ganze auszuspielen. Faven wartet einfach, um da direkt wieder ins Gesicht zu schießen. Gerade eine richtige Überfahrt, mein Freund. Also, klar, das Geld bleibt knapp, aber das Ergebnis spricht natürlich für was anderes. Man merkt zumindest, dass Expert immer wieder versucht, den Versuch zu starten, irgendwie durchzukommen, irgendwie Schaden zu machen, irgendwie Sprout da herauszufordern. Du merkst gerade, dass Sprout hier einfach eine Klasse, ja, besser ist. Du darfst aber nicht vergessen, ich rede ja auch des Öfteren mit Aika, ne? Ja. Und für sie ist das Ziel wieder der Klassenerhalt. Also sie rechnen jetzt nicht damit, auf die Finals zu fahren oder Erster zu werden oder das Ding zu gewinnen, ja, sondern sie setzen sich halt kleine Ziele. Ziel für Ziel für Ziel. Und eins der Ziele, wieder auch in diesem Jahr, ist Klassenerhalt. Also von daher, gegen eines der stärksten Teams in der Meisterschaft zu verlieren, nicht der Genickbruch für die Line-Up. Da gibt es auf jeden Fall andere Teams, die es
eher zu besiegen geht für, ja, für die Punkte. Ja. Schauen wir mal, jetzt nochmal Geld, jetzt nochmal die Möglichkeit. Also 11-1 ist schon krass für die T-Seite. Sprout hier, ja, dominant. Du merkst einfach, dass Sprout hier um einiges besser unterwegs ist, dass Expert zwar das Handwerk auf Nuke versteht, aber nicht so viel Erfahrung bisher auf Nuke gesammelt hat. Wird aber eine Map, die sie auf jeden Fall, wie gesagt, gerne in ihren Map-Pool aufnehmen können. Aber wie gesagt, sie müssen halt da auf jeden Fall ihre Erfahrungen sammeln. Der Map-Pool von Expert ist halt schon ein bisschen begrenzt. Ne? Wir können das halt nicht mit einem Sprout oder einem Attex vergleichen. Der Map-Pool ist halt beschränkt auf 3 starke Maps. Muss man einfach sagen. Und Nuke könnte echt vielleicht sogar eine Alternative sein, es auszubauen. Mal schauen, aber, was Mirage passiert. Genau, wir dürfen halt auch nicht vergessen, Mirage ist eine sehr gute Map von ihnen. Genau. Die können sie auf jeden Fall spielen. Auf der anderen Seite ist es halt kein Vollzeit-Team. Ne? Das musst du immer im Vordergrund behalten. Stark. Das war stark gespielt. Und Dennis, der rastet auch echt aus in diesem Spiel. Wieder so viele starke Situationen. Dennis, der nächste Headshot, der ist so präzise. Synchdi holt sich Kito. Speedy schießt da auch ein bisschen mit drauf. Ist okay. Wir haben mit dem Bombplant. 4 gegen 3. Überzahl, Retake wieder. Sehr schwer für Expert. Und Dennis macht einfach weiter. Pusht von hinten. Hat das Timing, aber des Todes. Keine Chance für Eiker. Der schaut in die völlig falsche Richtung. Dennis macht weiter. Nächster Headshot. Der macht das 4K. Jetzt ist es nur noch einer. Dennis! Ach, schafft es nicht. Das Ace hätte ich ihm von Herzen gegönnt. Nee, gibt's nicht. Hier gibt's keine Ace geschenkt und hier gibt's auch keine Runde geschenkt. Also, das ist die nächste für die Jungs von den Sprösslingen. Ne? Also. The Sproutlings. The Sproutlings. Groot. Ich bin Groot. So, 12-1. Das ist wieder mal schwierig, wer Expert. Auch wieder kein Geld, auch wieder nur Pistols. Deagle, 5-7. Es wiederholt sich so ein bisschen das Bild von den Runden hier. Und das sieht wirklich bitter aus, was Sprout hier gerade mit ihnen macht. Ja. Das ist das zweite Mal, dass jemand einfach in Fame reinläuft und er sich so denkt, so, okay, dann schieße ich halt auf dein Gesicht. Wirklich so komplett. Ja, das ist halt einfach diese Abgeklärtheit. Ja. Diese Kaltschnäuzigkeit, die uns ein Expert hier nicht zeigen kann. Und das Aiming ist halt einfach super. Also jetzt ist es halt so ein Ding, jetzt macht Sprout auch ernst. Jetzt wollen sie halt schnell beenden. Ja. Es ist wie, als würdest du so die Maus vor die Katze legen und noch ein bisschen rumspielen und irgendwann machst du halt ernst. Ja. Da ist die Bombe wieder unten, da ist die Runde wieder klar. Das wird nicht passieren. Sync D, Beamer. So, Dennis. Boah, was? Ja, wenn du nicht schnell genug draufkommst. Halleluja! Wenn du nicht schnell genug draufkommst, dann dreht sich Dennis im Kreis. Und schießt einfach nur ins Gesicht. Was war das denn? Eieiei. Da hast du auch keinen Bock mehr. Ich hab ihn sicher, Jungs. Batsch, ich hab ihn nicht. Schade halt. Expert 1.13. Wann haben sie die Runde geholt? Pistol? Nee, Pistol hat Sprout, ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwann nach der Runde. Kurz nach der Pistol. Ja, 7-1. 7-1 war es auf jeden Fall, ja. Boah, Triple AWP Setup. Schauen wir mal, ob die AWPs hier das nächste Rötchen holen. Ich bin der Doppelmann auch wieder. Ja, also es nimmt bisher kein gutes Ende für Expert hier auf DE Nuke. So, Eika unterwegs. Wieder mit der AWP. Er gefällt mir bisher sehr gut. Also er spielt so eine sehr variable AWP hier auf Nuke. Aber es wird einfach nur angezogen. So, der Spray wird angesetzt. Keine Chance, irgendwas zu machen. Da wird einfach nur drüber gefahren. Ja. Einfach nur drüber gefahren. Das ist krank. Was der Sprout einfach an einer Klasse besser ist auf Nuke. Also Expert kann da nichts dagegen tun. Gar nichts. Und nee. Dennis rastet aber auch wirklich aus. Dass ich will mal kurz auf die Stats gucken. Der spielt gerade Deathmatch. 23-1. Aber 11 Fracks mehr als der zweitplatziert. Nee, 9. 23-10. Ach stimmt, 1 genau. Der Assist, ja. Das wäre aber auch geisteskrank. Also 23-1. Ja. Also Dennis hat auf jeden Fall Bock. Das Maul ist hier auf jeden Fall ganz groß und ganz weit geöffnet. Ja, 14-1. Uiuiuiui. So. Könnte knappes Ding werden, auf jeden Fall. Da darf man sich, muss ich jetzt aber auch sagen, nicht jetzt bei Expert irgendwie beeinflussen lassen für Mirage. Also man das jetzt Ding, das Ding ist halt, es ist nicht ihre Hauptmap. Also sie sind auf Mirage eindeutig besser aufgestellt als hier auf Nuke. Du merkst halt auch nochmal, dass Sprout halt wirklich ein sehr gutes Nuke-Team ist. Und das ist nicht so aus der Seele mal geredet. Das, ja, ja, ist das halt ist Fakt. So. Sie sind halt wirklich ein gut trainiertes Nuke-Team.
Und mal gucken, was uns die zweite Map zeigt, und zwar Mirage. Da wird es dann auch nochmal interessant. Sehen wir das geisteskranke Comeback oder sehen wir es nicht? Die Pistol Round entscheidet eigentlich schon dieses Spiel, wenn Sprout sie holt. War's das? Ja, könnte das eine schnelle Map werden. Haikiti mit dem ersten Tier. Die Munition ist leer. Jetzt geht er einfach Knife. Er will unbedingt Kill haben. Kriegt er nicht. Also, am Ende will er natürlich das Geld frühzeitig für die AWP haben und das Team ist am Start. Also schnell wieder zugemacht. Ja, damit die Runde vorbei. Da also 15-1. Kann man nicht viel gegen sagen. Das Spiel bisher 26 Minuten lang. Vielleicht schaffen wir es unter einer halben Stunde. Das ist krass. Ja, es ist halt ein sehr flottes Spiel. Also Sprout macht hier kurzen Prozess. Und ja, mal gucken, was noch drin ist. So. Wir kommen einfach wieder in den Zeitplan. Das war... Genau, das war auch der Plan hier. So, auf jeden Fall, es geht zügig an der Rampe nach vorne für Speedy. Man entscheidet sich, über den Außenbereich zu gehen. So, da steht Dennis bereit. Dennis mit einem wird rausgenommen. Also, Aika kann hier zuschlagen. Damit hat man die Möglichkeit, eine Waffe drankommen. Steht aber Sison bereit und will nichts anbrennen. Also, guckt mal, wer sich dadurch schon macht. Das ist Faven und Kito auch schon in der ersten Reihe. Also, da wird es nicht viel geben. So, mal gucken. Faven kriegt sogar den einen Kill. Die Bombe ist down, hat man zwar jetzt nicht gesehen, aber da müsste man rankommen. Und dann müsste Haikiti auch langsam, aber sicher auf dem Radar des Gegners sein. Besonders, die haben hier schon Richtung Tür ausgeschlossen. Das hat man jetzt zum Beispiel gehört, als auch Haikiti weiß, dass er von hinten gejagt wird. So, Bombe wird gepickt. Ja, und ich glaube, das wird ein ganz, ganz schnelles Ende hier noch nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Haikiti das klatscht im 1 gegen 4. Ja, besonders gegen die Waffen, die man hat. Ganz schwierig. Nummer 1, jetzt ist oben auf dem Heaven, steht man bereit. Springt auf den Kopf, das war's. Also, das war auf jeden Fall eine Überfahrt. Sprout zeigt hier, warum sie Vizemeister sind oder ein sehr oder das starke Team oder das zweitstärkste oder das stärkste Team in der Liga. Ja. Und von daher, GG, well played. Anders kann man es nicht sagen. Das war Überfahrt. Das war easy peasy für die Jungs von Sprout. Ja, da braucht man auch eigentlich nicht viel groß drüber analysieren. Nee, das ist einfach zu krass gewesen. Und dementsprechend einfach GG well played an Sprout, 16-1, verdiente 3 Punkte. Die kann man ihnen nicht abstreiten. Die haben sie voll verdient. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Expert, wie gesagt, einfach das Spiel abhaken, wegwerfen. Nächste Runde ist Mirage. Auf der Map sind sie gut. Auf der Map ist auch Sprout nicht schlecht. Glaubst du, dass Expert eine Chance hat? So wie Sprout heute aufspielt, denke ich, dass auch Sprout die zweite Map gewinnt. Ich denke einfach, man merkt ja einfach nochmal den Unterschied zwischen einem Team, was Fulltime spielt, und einem Team, was Teilzeit spielt, und Sprout halt einfach viel mehr Erfahrung auf den Server bringt. Sie sind nicht umsonst, meiner Meinung nach, zurzeit das beste Team in Deutschland. Ja. Sind, zumindest, wenn wir den direkten Vergleich sehen, in der Momentaufnahme, natürlich wird es jetzt in 2 Wochen auch nochmal zeigen, in welche Richtung es geht, aber in der Direktaufnahme ist Sprout das beste Team in Deutschland. Von daher bin ich mal gespannt, wie Sprout jetzt hier sozusagen in diese, ja, Überdog-Rolle geht, ne? Nicht in die Underdog-Rolle, sondern in die Überdog-Rolle. Und mal gucken, wie Expert damit umgeht. Ja. Also ich denke, sie sind auf jeden Fall realistisch und können da mitdenken und sagen, okay, wir werden heute versuchen, unser Bestes zu geben, aber wir gehen nicht davon aus, dass wir hier 2-0 gewinnen, sondern versuchen einfach, den Gegner zu überraschen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und ja, für Sprout eigentlich ein Pflichtsieg. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da und dann geht's weiter, nämlich auf Mirage. Ne? Und von daher, bleibt dran, bis gleich. We'll be right back.
light begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here. The sunlight has turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking now. I could feel your heartbeat. I could feel somewhere you're looking now. 'Cause it's you I'm loving, and it's you that I wanna breathe, and it's you I'm loving.
slow down. No, can you feel it too? There ain't no stopping now. Feet off the ground, head to the sky. Yeah, wind by my side. You and my vision, directly we collide. You pull me in, I don't resist. Time seems to fly, but the clock doesn't tick. I crash into you, we both feel the hit. We both feel the way that our chemicals mix. And I wish that I just keep my eyes shut. Maybe this time you'll be enough. Oh. So I need the dark. Without you here, I would never see the stars. I'm headed for ya. Put on the gas. I'm coming straight at you, no looking back. Your heart is a magnet, I'm coming at you. Girl, you're my target, I'm aiming at you. You're a comet, I'm trying to catch you. We can break any rule they ever taught you. Forget about anything they ever bought you. Cause me and you don't need a lot in this world to get by. Plus you know I got you, you pull me in. I don't resist, time seems to fly, but the clock doesn't tick. I crash into you, we both feel the hit. We both feel the way that our chemicals mix. And I wish that if I just keep my eyes shut, maybe this time will be enough. Sprout hat heute scheinbar noch was vor. 16:1 auf Newco, damit yes. Herzlich willkommen zurück zur ESL-Meisterschaft Winter Season 2019. Jetzt kommt es auf Mirage an. Ja, und es wird nicht leicht, meine Freunde, weil Sprout hier wirklich gutes Counter-Strike spielt. Also jetzt nicht das taktisch gewaltvolle Counter-Strike, sondern einfach individuell gewaltvolle Counter-Strike. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob sie jetzt die Leistung natürlich auch abrufen. Ich gehe stark davon aus, Mirage ist eine sehr, sehr gute Map von denen. Ja. Sie konnten da Furia niederwalzen auf den Grenzmeister. Also richtig, das ist nicht einfach nur so gesagt, das war niederwalzen. Also es war mega krass, was sie da gegen die Jungs gezeigt haben. Und da bin ich gespannt, wie sie hier gegen Experts sich präsentieren. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen Zeit, deshalb können wir noch mal ganz kurz auf das Giveaway eingehen, der ESL-Meisterschaft, nämlich eslmeisterschaft.de/raffle. Und da kommt ihr auf eine wunderschöne Homepage, wo ihr ein bisschen was gewinnen könnt. Und von daher lassen wir uns einfach überraschen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Glücklichen, der ein bisschen was abstauben kann. Ja. Mit dabei ESL-Shop-Gutscheine. Wir haben einen Voucher für einen Maxnomic-Stuhl für 300 Euro. Also da kann man sich schon einen richtig nicen Stuhl holen. PaySafe-Card-Pins. Wir haben einen 500 Euro Einkaufsgutschein, den Big Mac-Sitzsack, eine Playsee 4 mit Pringles und einen Gaming-Sitzsack. Also zwei Sitzsäcke, Zocken, Gaming-Stuhl und, soll ich jetzt sagen, eins Pullover. Es ist, ja. Der Snipes-Hoodie, der ESL. Ja, ist sehr cool. Den könnt ihr nämlich auch da bestellen, im ESL-Shop. Jetzt keine Werbung. Ich mag den Pulli einfach, weil er super gemütlich ist. Ja. Ist wirklich, oh. Er ist wirklich weich. Ich kann das absolut bestätigen. Er kann mich nicht mehr loslassen. Nein, es ist so schlimm. Ja, krass, ne? Nein, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. ESL-Shop gibt zum Beispiel auch Trikots von allen möglichen E-Sports-Organisationen, Sprout-Trikot, Big-Trikot, da gibt's alles, meine Freunde. Alles findet ihr im ESL-Shop. Und wenn ihr da auf jeden Fall was sucht, was Schönes, findet ihr vielleicht auch ein Geschenk für einen Freund oder ein Geschenk für euch selbst. Sucht es euch aus. Geschenk für uns selbst. So, nice. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, ich schenke mir auch immer selbst was. Echt? Klar, wenn ich... Packst es dann auch so ein und wenn du es auspackst, freust du dich voll. Nee, ich schenke einfach selbst was. In dem Moment zum Beispiel,
du kriegst zum Geburtstag oder so. Mhm. Ach so, ja, okay. Dann ja, keine Ahnung, gönnt man sich halt so, dann gönnt man sich was und das ist dann quasi das eigene Geschenk. Genau. Wir können ja mal ganz kurz, wenn wir Zeit haben. Können wir ja mal drauf. Wir gehen mal in den ESL-Shop rein. Hier nochmal die Lineups für euch. Die könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, genau. Aber wem es jetzt denkt, das ist gar nicht das alte Expat. Ja, das ist das alte Playing Ducks Team. Ja, er ist flauschig, er ist toll, er ist Tobias Jitko Stoll. Den habe ich mir gerade überlegt. Nice. So, genau, hier haben wir ein bisschen was, was ihr holen könnt. Ihr seht schon, das ein oder andere Produkt aus dem ESL-Shop könnt ihr holen. Zum Beispiel das Blick-Jersey, wir haben das neue Energy-Trikot, hier gibt es einen Schal sogar. Cooles Team Liquid-Ding. Team Secret ist natürlich nicht nur Counter-Strike. Wow, es gibt Strandtattoo von der ESL, das wusste ich nicht mal. Geil, oder? Ist ja großartig. So, hier gibt es noch einen Mouseboards-Pulli. Ja, wir können ja einfach mal... 17 Seiten, wir schauen alles an. Genau. Also hier gibt es wirklich alles. Runtime gibt es hier. Sogar ein Big Gamer-Bag. Großartig. Nice. 150 Euro, auf geht's. Ordentlicher Preis, ne? Naja. So, genau. Hier sind dann die ESL-Sachen, ne? Die Snipes-Sachen. Ah ja, stimmt, genau. Oh, den Pulli gibt's gar nicht. Den gibt's halt wirklich. Den Pulli gibt's wirklich. Also, so ähnlich. Also, es gibt ihn zu kaufen. Aber nicht hier auf der Seite, glaube ich. Vielleicht wurde er auch nicht eingepflegt. Das Shirt gibt's auch noch zu kaufen. Kann ich auch empfehlen. Aber naja, das war's. Naja, dann darf ihn halt keiner kaufen, den Pulli. Ja, schade, jetzt habe ich euch, alle Erwartungen gemacht und, ja, und den Pulli nicht kaufen. Alles okay. Jetzt eingestiegen. Nein, aber den gibt es trotzdem, dazu. Und bei jeder Bestellung gibt es ein ESL One Gym Bag dazu. Ah, gibt noch was Gratis, ey. Oha. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einzukaufen. Auf jeden Fall. Und, ich habe auch so ein ESL Baggage. Ich hab auch so einen Rucksack auf der ESL One Cologne damals gekauft. Mhm. Und der hält immer noch. Der ist großartig. Ja? Ja. Top. Ja, wir müssen jetzt warten, bis es losgeht. Ihr könnt aber zwischenzeitlich auch noch gerne auf der Seite der ESL vorbeigehen. Merkt euch auf jeden Fall schon mal einen Termin und das ist der 15. bis 16. Hier nochmal die Seite von der ESL-Meisterschaft. Hier gibt es zum Beispiel auch ein Aftermovie von der Gamescom. Das könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten Regeländerungen findet ihr auch nochmal hier zur Wintermeisterschaft. Könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe alles durchlesen. Steht natürlich alles auf der Homepage, nämlich eslmeisterschaft.de oder pro.eslgaming.com. Da seid ihr auf jeden Fall gut eingedeckt für die nächsten paar Wochen und haltet euch auf jeden Fall den 15. und 14. Dezember frei, weil da werden die Finals stattfinden. Termin noch, Termin bekannt, Location noch unbekannt. Mal schauen, wo es hingeht. Genau. Mal schauen, wo es hingeht. Ich bin wirklich gespannt und freue mich natürlich wieder auf die Offline-Finals jedes Jahr. Wie immer. Genau, hier haben wir auch nochmal ein paar Bilder. Ne? Also, da seid ihr auf dem aktuellen Stand für alle Spiele CSGO, League of Legends und PUBG. So, also, wir warten drauf, dass es weitergeht. Wir haben ja ein bisschen Zeit rausgeholt, dadurch, dass Sprout so fleißig schnell war. Deshalb müssen wir immer noch ein bisschen warten. Also, die Teams connecten jetzt langsam. Ihr könnt vielleicht die eine oder andere Frage im Chat stellen. Jitkos Pulli gibt es bei Snipes. Das ist korrekt. Okay. Also, Frage beantwortet. Den könnt ihr euch da gerne auch holen. Der ist gut. Ich kann ihn nur empfehlen. Aber wir haben jetzt genug Werbung. Wollte ich gerade sagen. Jetzt geht's. Kaufen. Bestellen Sie jetzt die ersten 100 Anbieter bekommen. Jedes Mal, wo ich es erwähnt hätte, hätte ich bestimmt schon... Bisschen Geld einstreichen. Genau. 30 Euro bekommen. Rechnung folgt. Ja. So, also. Es geht nach Deutschland. Das ist doch mal eine gute Aussage. Auf jeden Fall wird es nach Deutschland gehen. Wir werden auf jeden Fall bei der ESL-Meisterschaft... Wie cool wäre es mal in einer der Dachregionen zu sein? Salzburg oder so? Österreich? Nee. Warum nicht? Nee, da habe ich keine Lust. Also fände ich auch mal cool, so eine österreichische ESL-Meisterschaft. Was war das Datum? Das Datum war 14. Genau. Dezember. Also kurz vor Weihnachten. Tickets wird es bald irgendwann bestimmt geben. Und ansonsten, wo es dann stattfinden wird, das wissen wir selber noch nicht. Da lassen wir uns selber überraschen. Kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, dann dürft ihr es euch nicht sagen. Ja? Jitko hütet die Staatsgeheimnisse. Genau, der ESL. Richtig. Alles. Ich weiß alles, aber darf nichts sagen. Er weiß auch schon, wer die ESL Bonn New York gewinnt, aber er darf es halt noch nicht sagen. Genau. Das findet ihr am Wochenende. Ich kann euch auch sagen, wo das Ganze stattfindet.
Ja, jetzt, darf ich euch aber auch nicht sagen. Das ist aber schwierig. Also, oh, das hätte mich jetzt schon interessiert, muss ich sagen. Ja. Schade. So, Crowd also. Gestärkt nach Mirbits Abgang, Dennis Zugang oder geschwächt? Das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, ich finde Mirbit individuell einen Ticken stärker, gleicht aber wieder die Erfahrung aus. Das heißt, es war für mich kein Upgrade und kein Downgrade. Kann ich mich... Das wirklich dasselbe habe ich mir auch in meinen Gedanken so gehabt. Also ich fand Mirbit individuell einfach, wie gesagt, ein Stück stärker. Er hat da wirklich krasse Shots gehittet und war einfach eine Bereicherung fürs Team. Aber Dennis glänzt halt einfach dadurch, dass er schon so viele Jahre jetzt in diesem Sport unterwegs ist. Und dem kann man sich nur anschließen. Also ich finde nicht, dass Dennis oder Mirbit besser zu Sprout gepasst haben. Ja. So, ansonsten findet das Finale in Deutschland statt. Ja, ja, es ist die deutsche Meisterschaft, ja, deshalb findet sie in Deutschland statt. Versprochen. Also, da müsst ihr nicht so weit reisen und nicht nach Amerika fahren oder wohin auch immer. Meine erste ESL-Meisterschaft, die ich damals besucht habe, kann ich ja mal einfach aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Die war in, ich glaube, die war damals, also ein CSGO, die erste ESL-Meisterschaft, die war noch in den ESL-Studios, wurde die ausgetragen. Aber ich glaube, die ESL-Studios wurden abgerissen. Da warst du schon? Ja. Krass. Also, so lange habe ich noch nicht ESL-Meisterschaft verfolgt. Also die ESL-Meisterschaft, die erste, die ich mitverfolgt habe, da hat sogar noch Mousebots gegen, wen haben sie gespielt? Gegen Planet Key Dynamics. Und am Ende hat Planet Key Dynamics sogar gewonnen. Cool. Also meine erste Meisterschaft war die Wintermeisterschaft 2016, also jetzt quasi mein dreijähriges Meisterschaftsjubiläum auch an diesem Winter. Ich bin gespannt. Aber seitdem habe ich jede Meisterschaft verfolgt. Die Meisterschaft in Duisburg, dann in Düsseldorf, dann, was war sonst noch? Dortmund war nochmal. Dortmund. Nee, Dortmund war noch nicht. Dortmund war noch nicht? Nee. Duisburg, Düsseldorf, Gamescom. Gamescom ist ja immer Sommer. Genau. Egal, es sind so viele. Es immer. Sind mittlerweile echt viele. Und man versucht ja auch ein bisschen so abzuwechseln. Das heißt, man versucht halt auch mal woanders hinzugehen. Nicht nur immer die gleiche Location, weißt du? Das ist ja... Ja, das, darum geht's ja. Das hat ja auch die ESL eben geschrieben mit dieser Rotation. Ja. Ich schau mal, ob ich das rausfinde. Okay, alles klar. Schau mal ganz kurz nach. Wir haben noch Zeit. Spielt ihr selber CSGO? Ja, ich spiele selber CSGO zurzeit, leider nicht so viel Zeit, um Counter-Strike selber zu spielen, aber das eine oder andere Mal lasse ich mich gerade auch auf so ein Match ein und spiele mal des Öfteren Counter-Strike, aber ich habe zurzeit leider nicht so viel Zeit, weil ich noch andere Sachen verfolge in meinem Leben. Das ist so. Das ist warte, okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, genau. Wann war diese ESL-Meisterschaft? Also hier Maus, das war schon eine der ersten. Noch gegen Killerfish zum Beispiel. Lass mal gucken. Mousebots gegen Killerfish. Nee, dann war das noch davor. Das war Winter 2014, glaube ich. Oder war es gegen Killerfish? Warte, ich gucke. Also ich glaube, das sind alle, oder? Ja. Jitko war einfach schon auf einer Meisterschaft. Nee, vielleicht war das damals noch Deutschlands beste Gamer, weißt du? Ach so, ja gut, das ist noch nicht als erste Meisterschaft gebrandet worden. Ja, genau, das war so die erste Meisterschaft, wo ich persönlich live vor Ort war. Ja. Das war damals in den ESL-Studios. Das hat 5 Euro gekostet. Es gab Wurst. Ne? Es gab nee, 8 Euro hat es gekostet. Es war mega nice, ja. Also, damals hast du, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es losgeht. Du hast damals 8 Euro für das Ticket gezahlt. Es gab Red Bull und Dr. Pepper für lau zum, die haben damit nachgeschmissen, ja. Nimm. Es war scheiße kalt, weil die Heizung nicht ging. Und die Türen auf waren, es war wirklich scheiße kalt und es waren draußen, ich glaube, 5 Grad oder so. Oh ne? Gott. Und du hast da halt in dieser Halle gesessen, aber das Geile war damals, und es gab Gegrilltes im Winter. Lol. Ja, war mega geil, auf jeden Fall. Weil das Ding ist halt, es war irgendwie Dezember oder so. Und es gab Gegrilltes. Und es war jemand, hat gegrillt. Fand ich mega geil. Und dann konntest du 2-mal essen. Ja, für 8 Euro plus Getränke. Es gab auch Wasser und so. Und du konntest Counter-Strike sehen. Und du konntest es entweder aus diesem Kino verfolgen, was sie hatten, oder du konntest halt hinter den Spielern sogar stehen.
Boah, okay, also es war halt wirklich viel, viel früher dann einfach. Da war das alles noch nicht so. Ich weiß auch einfach, um auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, die erste World Championship in League of Legends zum Beispiel war ja auch noch, das war, keine Ahnung, 100 Zuschauer, 50 Zuschauer, alle standen überall rum. Das war einfach noch Zocken und hat sich mittlerweile halt so diese Massenphänomen entwickelt mit Tausenden von Menschen. Ja, das stimmt. So, finde ich gut, dass du WoW Classic spielst. Hätte ich mal wieder Zeit, WoW Classic zu spielen, würde ich es auch mal wieder spielen. So, geht's eventuell schon weiter? Nein, sonst wären wir auch schon offen. Ich glaube, nein, Mirage ist noch. Also, wir haben die Map ja schon offen, wir haben den GoDivia hier und es ist leider kein Spieler. Genau, die Info ist, es muss nochmal, der Server muss neu gestartet werden nochmal. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht. Ja, da konnte ich damals, habe ich hinter Chris J gestanden und habe ihm zugeschaut, wie er gespielt hat. So, genau. Ich habe Quellen, dass der Divinity du hast. Nee, das ist nicht wahr. Wir können nochmal kurz nach. Ah, okay, wir haben die Info gerade bekommen, dass der Server reloaded wurde, die Maps geswitcht wurde und aus irgendwelchen Gründen ist der GoTV jetzt falsch und das Game bereits live. Okay, vielleicht, das Game ist bereits live. Wir sind auf dem Server, der Relais wurde umgestellt und jetzt können wir auf die, jetzt können wir ins Spiel gehen, jetzt haben wir auch. Das ist ja geisterkrank, 3-0 Sprout. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's, hier geht's rein. Jetzt ratschen wir nochmal. Wacht alle auf da. Ich weiß doch schon, der Hälfte vom Stream schläft ein. 3-1, Sprout scheinbar mit der Pistol Round in den Folgerunden hier stark durchgestartet. Vollball, aber für Expert E-Sport ausgegangen. 3-1 damit. Genau. Also, können wir leider nichts machen. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben. Und wenn wir halt nicht auf den Server draufkommen, müssen wir halt so lange warten, bis es weitergeht. Und mit der Kommunikation von der ESL arbeiten. Und ja, das ging ja ganz zügig. Man hat das ja jetzt gefixt und damit sind wir da. Haben leider ein paar Runden verpasst, aber so ist es manchmal. Manchmal spielt hier die Technik auch einen Streich, ne? Eben. Wir sind ja auf jeden Fall da. Runde 5 ist live. Sprout kein Geld. Trotzdem muss man forcen mit dem... Oh mein Gott, was ist das? Er trifft keine einzige Kugel. Er trifft einfach keine einzige Kugel. Was ist da denn passiert? Und jetzt ist Sprout natürlich RIP. Und man verliert hier jede Position über die Mitte herum. Das ist bitter. Und damit heißt es hier... Ja, eine weitere Runde, wahrscheinlich auf dem Konto von Expert E-Sports. Speedy nochmal ran Richtung Short, Doppel-Molotov, einfach Zeit, die Lane, einfach da raushalten. Und damit der Bomb-Plant auf dem A-Spot abgeschlossen, Expert auch mit dem guten Afterplant zu 5, da wird man nichts mehr ändern können. Faven darf sich die M4A4 nochmal mitnehmen für die nächste Runde, auch da wird man bei Sprout nicht wirklich kaufen können, es muss nochmal eine Economy gemacht werden. Also die Möglichkeit für Expert direkt in die Partie reinzustarten, das sieht doch schon mal, also allein in diesen ersten Runden ein bisschen ausgeglichener aus, was hier passiert. So, also, da auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, ein besserer Start von Expert. Besonders, man startet diesmal auf der T-Seite. Und da kann man vielleicht ein sehr gutes Ergebnis, einen guten Run einfahren. Ja. Ne? Vielleicht ein bisschen die Jungs von Sprout auf dem falschen Fuß erwischen. Wer weiß, wer weiß. Nobody knows. Genau. 3-2 Sprout, also wie gesagt, mit der angekündigten Economy jetzt hier. Faven hat die M4, der Rest wird nicht viel nachkaufen, außer vielleicht ein paar Pistols oder Granaten. Und Expert mit einer guten Möglichkeit, den Ausgleich jetzt hier und jetzt wieder klar zu machen, sich hier wieder einigermaßen auf den Server zu schießen. Oh, und dann ist das Ganze schnell wieder auf 0 gesetzt. Also krass, da scheinen die ersten Runden auch knapp gewesen zu sein, wenn Sprout mit 3-0 wirklich keine Economy aufbauen konnte. Ja. Es bleibt spannend. Ja, die Runden waren allgemein ja auch hart auf Nuke. Also das war jetzt nicht so, oh, geht auch gar da nicht viel, rein. Dass man da viel machen konnte. Auf jeden Fall, Expert zeigt ja auf jeden Fall gute Gegenwehr. Also sie gehen jetzt nicht komplett mit dem Boot unter. Man merkt halt einfach, dass Sprout nochmal in vielen Situationen auf einem anderen Level spielt. Und hier schafft es Expert auf jeden Fall erstmal gut nach vorne zu gehen. Also sie können den Spot einnehmen. Schön gemacht von Faven. Ey, das ist mega krass gespielt von ihm. So, pre-fired. Passt. Kann hier bangen und dann den Rest abräumen. Reefer kommt rein, Information wird geholt von Sison. Jetzt müssen sie den zweiten in der Base finden. Faven ist auf der Suche nach dem Ace und nach der Runde. Oh, der dreht sich um. Der dreht um und macht hier nicht das Ace. Aika kann verhindern. Ey, was ein Schaden. Was eine tickende Zeitbombe da gerade Faven ausgepackt hat. Krass, krass gespielt von Faven. Boah, ey.
Hier sehen wir es nochmal, den einen Kill im Tränen und dann ist es Aika, der am Ende die Runde hier nochmal zum Durchatmen für die Jungs von Expert aus Gondorol 3-3. Knappe Geschichte. Wahnsinnig knapp auch wieder die Runde. Faven macht so viel Schaden am Geld von Expert. Super gute Runde dafür, dass man kaum was investiert hat bei Sprout. Jetzt ist das Geld da, um eben was zu investieren, um eben nochmal dagegen zu halten. Hat jetzt auch wieder die AWP bei Syrson. Schöner Prefire da durch die Smoke. Geht rein gegen Speedy. 37 HP jetzt noch für ihn. Bombe auch mittlerweile durchgelaufen in Richtung Apartments für B. Und Aika mit dem ersten Kontakt über Underpass. Faven hat bereits Highkitty geholt, damit ein 1-1 Trade. Ein direkter Refrag. Und jetzt wird die Mitte eingenommen. So, Expert zeigt hier ein komplett anderes Mindset. Sieht auch verdammt gut aus, wie sie sich gerade hier präsentieren. Auch wenn das ein bisschen am Struggeln war. Jetzt geht's nach vorne. Ja, da merkt man, die Map liegt ihnen eindeutig besser. Kommt viel, viel flüssiger in das Spielgeschehen hier rein. Aber wie gesagt, du musst halt aufpassen. Sprout ist individuell halt echt ein Bunker. Ja. Und wir gesehen haben, jeder kann irgendwie eine Runde entscheiden oder eine Runde böse gestalten. Und Faven hat uns am besten gezeigt, wie das gerade funktioniert, weil die war mega knapp. Take for Sprout. Sehr schwierig. Geht man hier auch nicht wirklich an. Zwei ziehen sich schon komplett zurück auf B. Lediglich Faven, der darf mal wieder ein bisschen auf die Exits spielen. Und steht da oben in in Palace. Sync die pusht rein, hat aber das viel bessere Timing. Schöner Headshot. Sehr stark gespielt. Jo, dann machst du nix. Jo, und damit die Runde vorbei. Also, Sprout kann safen gehen. Expert gibt uns eine vierte Runde und hat damit zumindest schon mal einen Teil erfüllt. Nämlich eine gute T-Hälfte abzuschließen. 5 Runden sollten das Minimum sein. 6 wären solide. 7 besser. Und alles oben drüber ist Luxus. Ja. Also ab 8 hast du eigentlich so genau das erreicht, was du dir erträumst. Und dann geht's halt los so. Alles, was da drüber ist, geil. Einfach nur geil. Auf geht's. So. Kito in der Mitte smokt sich selber ein, um ein bisschen offensiver zu gehen. Bleibt bei Sprout aber wieder über den 2K. Also spielt hier nicht auf Risiko, auch mit 2 gesaveten Waffen. Und Highkitty, er droppt und er flickt und er trifft gegen Faven hier auf Stairs. Sehr schönes Ding. Ja, wenn ich nochmal ein, aber Kito ist da. Antwortet damit über Stairs. Bombe wird aber gelegt von Aikan. Das heißt, wieder eine Retake-Situation. Sprout ganz dieses Mal aber komplett versuchen, weil sie das Geld auf der hohen Kante haben. Da muss man nicht sparen. Syrson, eigentlich gutes Timing. Aber er schaut in die falsche Richtung, kriegt trotzdem Sync D. Jetzt bin ich gespannt, ob man Tetris abfangen kann. Der ist auf 12 HP. Das ist eine Kugel auch in der USP. Und das ist schön von Kito. Der macht 3 und holt die Runde. Das wird reichen. Sprout 4-4. Jo, easy peasy da für Kito am Ende. Und der fährt einfach mit der M4 drüber. Räumt hier den Rest ab. Da sehen wir es nochmal, wie Kito hier locker flockig die Informationen zusammen mit Syrson verarbeitet und dann den letzten hier auch noch rausnimmt. Also, stark gespielt. Ja, und da ist es, das Sprout. Brandgefährlich. Immer muss man diese Jungs natürlich im Auge behalten. So, und jetzt ist es Sprout wieder dran. Trotzdem, das Geld sieht gut aus bei Expert und man geht auf Mittekontrolle mit Backup von Kito. Refrag wird reingeholt, nochmal das Prefire, ja, ganz kommt man nicht drauf. Damit wird man sich doch nicht in der Paz-Situation, weil Kito und Dennis hier nochmal die Mitte aufräumen. Aika kommt zumindest an der Rampe durch, 3 gegen 2 Situationen, nochmal von Aika die Antwort. Damit bleibt das hier weiter spannend, nachdem man die Mittekontrolle verloren hat und steht damit schon mal Richtung A-Side, aber da wartet einer und das ist Dennis bei 20 HP. Dennis mit der M4 in CT, man aimt CT an, Wenig kann halt nicht sich alleine beschäftigen, er kann sich nicht alleine beschützen, das heißt, entweder Aika aimt da jetzt rein, der ist aber auch beschäftigt und von daher wird der Bombplant erstmal noch schwierig, aber man hat noch über eine Minute Zeit, um vielleicht hier irgendwie einen etwas zu aggressiven Dennis zu erwischen und der stellt sich da jetzt auch genau rein. Jetzt hat man eben dieses 2 gegen 1 und kann ganz entspannt planten. Speedy im 1v2 Retake. So, Wenig auf den Weg, das Ding hier irgendwie zu verteidigen. Zusammen mit Aika natürlich aus der 1-2 könnte das eigentlich super annehmen. Nutzt aber hier die Smoke, um den Gegner so ein bisschen auszutanzen. Wie gut ist das Timing von Speedy? So, beide gucken da. Gerade dann hat es Wenig auf dem Schirm, ey. Huh, tschüss. Da ist, glaube ich, Speedy gerade mal kurz vom Stuhl gekippt. Er war noch nicht mal ein bisschen um die Ecke rum und ist einfach tot. 5-4, Expert geht wieder auf die Führung und es bleibt beim Hin und Her zwischen den beiden jetzt hier. Es sieht, also, es ist halt ein
Unterschied wie Tag und Nacht, was Expert auf Nuke gezeigt hat und was sie jetzt hier auf Mirage haben. Also, es sieht verdammt gut aus. So, Saison. In der Mitte. Saison mit dem zweiten. Ja, jetzt gibt's Tontaubenschießen. Also, man geht hier furztrocken einfach nur mit der AWP rein. Und das ist ein sehr interessanter Buy. Also, man kauft halt zwei AWPs, die Runde entscheiden sollen. Und das sieht gut aus. Ich glaube, man hat halt echt mit einer Eco da gerechnet. Dann passt hier die zweite AWP auf. Da war Expert, glaube ich, überhaupt nicht drauf eingestellt. Auf diese Runde mit der AWP. Keine Chance. Da sind sie zu fahrlässig in die Mitte gegangen, pieken nochmal unten an der Rampe. Da rechst du vielleicht mit einer AWP, siehst eine Pistole, denkst dir, ah, die AWP ist auf Mitte unterwegs, lass mal auf A rausgehen, steht die zweite AWP da. Das ist natürlich ein bisschen GG. Und das heißt jetzt SG und AWP, Hi Kitty und Sync D, beide jetzt in Action, beide Richtung A, noch über eine Minute. Die Runden fangen immer super schnell an und das gibt bei den Palace, sorry. Und ich brauche ja auch mit Faven dann halt nicht. Einmal ins Gesicht rein, Hi Kitty weg mit der AWP, das heißt Sync alleine. Und da passt Süß dann auf, 3k von ihm, starke Runde. Und Sprout braucht einfach kein Equipment, die holen sich auch mit zwei AWPs einfach diese Runde, 5:5. Also das sieht gut aus. Für die Jungs von Sprout, dass man jetzt erstmal hier den Ausgleich holt. Ja, da sieht man, was mit einer Doppel-AWP so möglich ist in der heutigen Zeit. Einfach rotzfrech in der Mitte den trockensten Peak gesetzt, den du machen kannst mit der Sonne. Da spielt er das mit Leichtigkeit aus. Also da sitzt einfach das Aiming, da ist Expert aber auch extrem fahrlässig reingerannt. Haben das einfach überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist halt so das Riesenproblem. Manchmal hast du solche Sachen nicht auf dem Schirm und denkst dir, ja, der Gegner hat Eco, lass einfach mal den Dann einfach pushen und dann steht eine Arme. Und dann kommt Firson und schießt einfach rotzenfrech in den Magen rein, ne? Mit der Arme. So, Haikini, mit dem ersten. Nenik, mit dem zweiten da als Support hinterher. Damit ist man auf dem Spot drauf. Also, der Tempowechsel scheint hier gut zu funktionieren. Und der funktioniert auch hier fast mit dem... Oh, der funktioniert sogar. Also, stark gespielt. Da überfahren sie einfach mal Sprout. Hier Richtung A-Spot. Kito kann jetzt zwar nochmal zuschlagen, aber das ist eine 4 gegen 2 Situation. Aika passt da hinten auf und da wird Sprout safen. Kostet es, was es wolle. Ja, macht keinen Sinn, da nochmal groß was zu machen mit zwei AWPs. Das sind fast 10.000 Dollar, die man sich da einfach lieber in die nächste Runde durchschüttelt. Expert also mit einfach einem Tempowechsel, einfach Geschwindigkeit drauf aufs Gesicht von Sprout. Und es hat funktioniert. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass es hier so schnell mit so viel Aggression auf den A-Spot geht. Und da kann man halt auch mal so eine Runde einfach mit bisschen Tempo umdrehen. Und Sprout muss sich wieder ein Ründchen weiter geschlagen geben. 6:5, Expert bleibt immer wieder dran. Keine Folgerunden für Sprout, keine Folgerunden für Expert. Und damit ist das Money eigentlich immer wieder auf dem gleichen Stand. Ja, also es nimmt hier kein Ende. Beide Richtungen bewegt sich das Geld eher auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge. Expert immer mit diesem kleinen, kleinen Geldvorteil. Auf der anderen Seite muss Sprout immer so ein bisschen ums blanke Überleben kämpfen. Das heißt, Sprout kann sich auch nicht wirklich hier, ja, mit Geld absetzen, nachdem sie die Runde geholt haben. So, jetzt gibt es hier dieses Contact-Spiel und das scheint ganz gut eigentlich gegen Sprout hier zu funktionieren. So, Kito steht aber diesmal mit der Rifle bereit. Also man sieht erstmal von der Doppel-AWP Richtung A und B ab und möchte Kito eher wieder Speedy auch an die Rifle setzen. Wie komme ich jetzt auf Kito? Hab ich Lack gesoffen? Nee, Kito steht da, pardon. Der war auch an der Rifle. Ja. So, 3 gegen 3 Situation. Oh, frecher Peak von Sirson. Aber damit nicht gerechnet, ja, nicht die Flasche, also nicht die Mode. Der ist nur noch Fliegenfischen. Damit es noch sinkt im 2 gegen 1. So, er weiß, dass die AWP Richtung kurz wartet. Boah. Und dann passt Faven ja auf der Kante auf. Stark gespielt. Und am Ende die AWP in der Rotation erfolgreich. Also, wunderbar gespielt. Da sehen wir noch von Sirson den ersten. Rennt einfach durch. Spielt er mit dem Feuer. Der zweite war schön. Hüpft einfach hier rein. Zack. Geiler Kill. Auf jeden Fall. Ja, das hat sich der Herr Riesche eindeutig verdient. Den Kill. Ja, 6-6. Sprout also wieder mit der Antwort. Wieder mit der Anschlussrunde. Und damit sind wir in Runde Nummer 13. Dieses Mal hat es dann aber doch nicht mehr gereicht für den Kauf. Expert muss eine Runde sparen. Sync direkt mit dem ersten Frag. Aber Syrson ist gut drauf gerade. Syrson mit 3, um Gottes Willen. Und Vanik, jetzt 1 gegen 4, 1 gegen 3, Bombe ist gedroppt, die wird ganz, ganz schwer zu recovern sein. Muss er jetzt geisteskranke Headshots verteilen, um das nochmal zu retten. Ja, ganz schwierige Situation. Er kommt, er hat zwar noch diese eine AK, aber da rennen sie halt wieder gegen Sirson, gegen eine Wand in der Mitte. Ja, jo, das war's. Kito
darf nochmal den Finisher oder darf wieder den Finisher machen mit der AWP. Eben auch schon passiert. Sondern werden beide AWPs aufgepickt und damit schafft sich Sprout hier eine siebte Runde aufs Konto. So, damit hast du bei Sprout wieder die Führung und Expert mit der nächsten Waffenrunde. So, da muss natürlich jetzt langsam runtergekauft werden. Expert kann echt froh sein, dass sie so einen geilen Start hatten auf der T-Seite, dass sie halt so viele Runden geholt haben. So, jetzt geht's ja nochmal auf Contact nach vorne. Faven wartet unter einer Rampe. Boah. Das war nicht gut kontrolliert. Das war nicht gut von Faven gespielt in der Situation. War hier auch leicht angeflecht. Sirson schaut nochmal, lässt den ersten durchrennen, callt den zweiten und darauf ist natürlich Speedy vorbereitet. Deshalb kommen die Granaten reingeflogen. Nochmal der Molotov in der Utilitär mit Sitz. Speedy nur einen am Ende. So, Kito kriegt die Informationen, die man jetzt gegebenenfalls hier umsetzen kann. Sirson, der wechselt sein Mate und wird ihm höchstwahrscheinlich sogar flashen können. Und die Frage ist, willst du das safen oder auf Exit-Tracks gehen oder willst du es nochmal versuchen? Ich würde drauf gehen. Geld ist ja da eigentlich bei Sprout. Und dann hat man die letzte Runde der ersten Halbzeit. Also ich würde nochmal drauf gehen. Das sieht hier auch danach aus. Der erste Frag kommt von Kito. Zweiten kriegt er nicht, aber dafür ist Dennis da mit der Antwort. Jetzt weiß man von beiden Positionen, aber man kann sich halt nicht im Kreis drehen. Ah, Sirson geht so ein bisschen auf den Prediction Shot und verliert dieses Duell. Und damit Dennis jetzt doch mit dem Save bringt die M4 zumindest noch durch. Fullby ist trotzdem möglich bei Sprout. 7-7, was ein knappes Ding hier bisher auf Inferno. Genau, auf Mirage. Und damit gehen wir jetzt auf die 15. Runde. Eins der beiden Teams wird mit minimalem Vorsprung die Halbzeit beenden. Also klar, ist nice try. Ich sehe das ein bisschen, ja, ich sehe es ein bisschen kritisch. Mhm. Weil man halt nicht voll kaufen kann. Eine zweite Waffe wäre noch nice gewesen. Da hat man dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann hätte man halt wirklich einen sehr guten Ball gehabt. Aber so ist es halt okay. Man kann damit arbeiten, besonders wenn Sirson halt weiter in die AWP in den Händen hält. Wird aber hier in der Mitte stark unter Druck gesetzt. Also sie suchen die Lücken. Sie versuchen halt Sirson zu disablen und sinkt Richtung kurz. Das ist wichtig. Der weiß ganz genau, wie Sprout steht. Der hat eine Season mit Sprout. Ja, gespielt und hat am Ende auch auf der Gamescom den Deal gewonnen. Dennis ist aber heute gut drauf. Dennis, na, nicht oh ganz. Oh Gott, Aika! Mach dir zwei nochmal. Aika holt hier den Vorteil. Und damit ist eine 2 gegen 1 Situation. Und Speedy hat's in der Hand. Oh, Speedy, jetzt super schwierig. Aika halt mit der AWP am Up-Aim. Jetzt muss er planten. Das heißt, er muss eigentlich nur gegen Wendig und 1 gegen 1. Wenn das Timing stimmt, tut es in dem Falle nicht. Und jetzt Speedy. Es kommt so viel darauf an, in welcher Sekunde er hier rumpiekt und in welche Richtung die anderen schauen. Er schaut in der falschen Sekunde rüber. Gerade hat sich Wendig umgedreht. Da geht die Runde nochmal an Expert eSport. 8-7 aus der T-Seite. Knappes Ding ist er. Jetzt Sprout auf Thema. Gucken, was sie sich hier einfallen lassen. Das Schöne halt bei Expert ist, sie konnten halt wirklich am Anfang der Partie ordentlich Puffer aus sich aufbauen. So ein bisschen den Run am Leben halten und dieses Rennen auch am Anfang gewinnen. Sprout, ja, durch das Geld, durch die Economy natürlich sehr geschwächt gewesen. Viel wurde über die AWP geregelt, nicht mal wirklich über die Rifle. Das Hauptspiel läuft oder lief bei Sprout auf der CT-Seite über die AWP, über dieses Doppel-AWP-Setup. Ja. Und das konnte Expert in vielen Situationen mit einem sehr Contact-lastigen Spiel und natürlich auch mit einem sehr explosiven Spiel gegen Sprout ganz gut ausnutzen. Man hat gesehen, wie Faven unten an der Rampe überhaupt keine Antwort gegen die eine Aktion gefunden hat. Der halt wirklich Probleme bereitet hat gegenüber Expert, war Sirson mit der AWP in der Mitte. Also da hat man sie meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht gemacht, aber sobald es dann über die Flanken ging Richtung A und B, da hat Expert wirklich sehr gut Hand in Hand explodieren können. Hat mir sehr gut gefallen. Also 8-7 ist hier meiner Meinung nach auf jeden Fall eindeutig verdient. Muss aber aufpassen, Sprout ist ein sehr gefährliches Team auf der T-Seite. Mal gucken, ob sie das hier abrufen können. So, Smoke kommt Richtung Connector rein. Damit geht es schnell über kurz wahrscheinlich durch. Fenster-Smoke liegt auch. Jo, da ist die Connector-Smoke. Und damit hat man schon mal Ladder Room eingenommen und versucht mit drei Leuten richtig kurz das Tempo anzuziehen. Natürlich Überzeitsituation runterzuspielen. Jetzt versucht man da ins Window reinzukommen. Aika wartet da drauf. Der Headshot geht nicht durch. Jetzt macht er zwei! Uiuiui! Der war aber mal schnell drauf. Und Dennis kann gerade noch so den Refrag halten. Jetzt muss man auf A gehen. Das war gut gespielt. Clever von Sprout. Jetzt nochmal diesen Wechsel zu machen. Es wird reichen für den Plant. Aber die Unterzahlsituation ist da. Und Expert ist schon schnell auf CT drauf. Oh, das ist eigentlich schön gemacht von Sprout. Boah. So, Dennis hält hier nochmal gegen. Dennis eben unglaublich stark unterwegs gewesen. Wirklich. Eine Bank an der Rifle. So, Kito wartet auf den perfekten Moment. So, es wird defused. Bombe liegt offen. Einmal kurz gefaked. Oh! Boah, und dann kriegt Kito absolut mörderhaftes Gesicht. Boah, die Schalter macht sich noch den zweiten hinterher.
Also, Autsch! Expert holt die Runde. Am Ende können die Shots hier nicht connecten und Sprout verliert die Runde. Das Ding hier ist, das, was Sprout gespielt hat, sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sie smoken den Connector weg, sie smoken Richtung Window weg. Das heißt, sie nehmen eigentlich Expert alle Informationen über die Mitte, außer du stehst halt bereit Richtung Connector, kannst da aber nicht viel machen. Und dann versuchen sie erstmal Richtung B zu kommen, kriegen da die Eröffnung nicht und haben immer noch die Option, mit zwei Leuten über die Rampe zu kommen. So, jetzt wird hier einfach nur in der Mitte gefightet. Wir haben Sprout im Force-Buy mit den Waffen und da wird erstmal sehr schnell dicht gemacht. Und das auch sehr erfolgreich. Also Faven und Syrson schnell die letzten Überlebenden. Syrson fällt ebenfalls über die Mitte. Und das heißt, Faven ist der letzte Sync D. Auch gut dabei. 3K und das 4K ist ready. Faven fällt und die Runde geht durch. Und das war's für Sprout. Verlieren hier den Force. Das heißt, wieder nur Geld für ein bisschen Pistolenpower. Und Expert erreicht als erstes die Double Digits mit 10 zu 7. Stark. Ja. Also echt stark. Also hier wurde von Sync gerade sehr gut gegengehalten. So, den Krieg nimmt man natürlich gerne mit. Da werden sie sich freuen, dass sie die zwei Kriegs bekommen haben. Leckeres Upgrade auf jeden Fall. Ja, und Sprout mit diesem sehr beliebten Force-Buy nach der Waffe oder nach der gelegten Bombe nicht wirklich erfolgreich. Da macht der Expert kurzen Prozess. Boah. Und genau für sowas kannst du die Krieg perfekt einsetzen. Aika gewinnt auch noch so ein Duell in der Mitte. Sie versuchen irgendwie rauszukommen. Achten auf jede Formalität bei Expert, dass Sprout hier keine Lücke bekommt. Kito kann hier nochmal zuschlagen. Aber trotzdem sieht es nicht ganz so gut aus. Ja, schön von Wenig hier. 1, 2, 3. Und damit ist die Runde durch. Expert eSport 11 zu 7. Und holt sich ein weiteres Ding aufs Konto. Wir schauen uns nochmal das Replay an. Wie hier gegengehalten wird. Der erste auch nochmal oben. Also das war ja schon der zweite und den dritten. Auch nochmal abgefrühstückt. Da ist die SG halt einfach eine super, super starke Waffe, die man hier einsetzen kann. Zwei davon mittlerweile aufgehoben für Expert. AWP und damit auch der erste richtige Fullby für Sprout auf der T-Side. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier machen. Zuerst mal die Mitte smoken auf Shot. Jo, genau. Und da kommt direkt eine Gegensmoke von Expert, nämlich dieser Astrale Smoke. Da musst du drüber boosten. Die muss nicht mal perfekt liegen. Du gibst zwar dem Gegner die Information reinzuschauen, aber du kannst dadurch die Mitte ohne groß aktiven Einsatz erstmal sehr lange zurückhalten. So, und das ist sehr schön gemacht. Sie smoken die Mitte ab und nehmen dann das Haus oben ein. Als Überraschungseffekt. Mega gut gespielt von Expert hier. Boah. Aber der war auch nicht schlecht gespielt. Zweiter ist oben bekannt. Das darfst du nicht vergessen. Das heißt, Faven wird jetzt einfach versuchen, den Raum hier zu halten. Langsam kommt Sprout nachgezogen und sie wollen einen A-Split draus machen. Gar nicht so schlecht, die Idee. Aufbau, aber recht offensiv hier auch von Vanek. Also er hat das Haus komplett unter Kontrolle. Während man Action eben mehr oder weniger offen lässt. Und jetzt kommt man eben auch über den Connector. Zwei verschiedene Angriffspositionen, die man hier spielen kann. Und die man auch spielen wird. Sprout. Ah, schönes Movement. Schönes Timing von Aika. Da gerade gegen Syrson, der darüber Short aimen musste. Wenig nicht bekannt im Haus, glaube ich. Das hat doch, der muss bekannt sein. Die müssen wissen, dass Wenig im Haus ist. Okay, weil gerade keine andere annimmt. Mal gucken. Aika. Eins. Ah, man hat es, ja, du hast recht. Faven hat es voll am Leben. Also Faven muss halt auch unten an der Rampe schauen. Dass er nicht aber auf Faven hat diese Information halt schon sehr früh bekommen. Nachdem sie zusammen ins Haus gepusht sind, wussten sie ganz genau, da stehen zwei Leute oben. Faven hat das gefühlt, die komplette Partie fast einmal da abgehämmt. aber das Ding ist halt, er kann halt auch von hinten kommen. Er kann ja komplett durchlaufen und dann Action wieder runter. Und dann Action runtergehen. Hier muss er sich halt mit gutem Timing entscheiden. Hat er am Ende auch geschafft. Ja. Aber das war eigentlich schön gespielt von Expert, meiner Meinung nach. Hier wieder die Sache, dass Sprout halt sehr krasses Aiming hat und am Ende die Situation für sich entscheiden konnte. Taktik nicht schlecht, wie gesagt. Sie smoken die Mitte ab. Dadurch hat Sprout keine Möglichkeit, schnell die Mitte aggressiv anzuspielen. Holen sozusagen Fake-Kontrolle raus und versuchen Richtung Apps zu gehen, also Richtung Palace oben und versuchen da gemeinsam den Kill zu setzen. Denkst du halt, okay, wir können gerade Mitte nicht anspielen, versuchen wir vielleicht ein bisschen weiter im Haus vorzugehen. Da warten da zwei Expert-Spieler, die am Ende auch erfolgreich waren. Trotzdem reicht es nicht, um hier die Runde zu holen. Damit nächster Start, auch Experten nochmal mit einem kompletten Buy. Konnten nachkaufen, AWP, M4 AUG. Also wirklich alles, was sie brauchen, auch mit genügend Nades. Jetzt die Runde natürlich wichtig, was das Geld angeht. Man ist hier mehr oder weniger auf Null, hat nicht mehr viel auf der Bank.
Und Expert möchte natürlich diese Dominanz gerade halten, die sie haben mit den 3 Runden Vorsprung. Schön von Sync Dion Haikati. Machen die Mitte dicht und halten erstmal den Vorteil bei sich. Oh, und das ist sehr gut. Also die CT-Seite sieht doch auch ganz gut aus. Mal gucken, ob man hier vielleicht an der Lücke was findet mit wenig. Also die Shots sitzen. Sie können auf jeden Fall individuell gerade auch mithalten. Hat gemerkt, da bleibt irgendwie hängen. So, surprise, surprise. Backup von Sync ist da. Aber trotzdem, Vennig wird rausgenommen. Der kann Faven da unten nicht vernaschen. So, Faven, was hat er vor? Es wird hier erstmal an der Rampe ein bisschen mit Granaten gearbeitet. Über die Mitte versucht man jetzt vielleicht sogar mit Dennis die Lücke zu finden, weil der will gar nicht zu seinem Mate erstmal gehen. Der nutzt den Fake und die Smoke, die da liegt, und versucht jetzt die erste Information Richtung Connector zu bekommen. Gar nicht die Bombe dabei. Mal schauen, Faven ist unbekannt. Faven zieht aber nicht über Rampe hinterher, sondern entscheidet sich, so Dennis in der Mitte aufzuschließen. 3-gegen-2 Situation, wichtig wird der gute BM. Oh, keine Chance, schaut in die falsche Richtung. Ja, schaut doch nach. Oh, jetzt! Boah, Alter. Ja, muss halt beide Seiten ja im Blick wegen haben. Sehr stark. So, und dann ist es das. Also die Runde ist vorbei. Klar, man sucht das Duell dann nochmal Richtung Kurz. Also, der gute BMLN muss da natürlich den Fokus auf Kurz haben, weil keiner halt Mitte schaut. Jo, und am Ende ist die Runde für Experts. Sie gewinnen halt wieder diese Aim-Duelle am Anfang und damit können sie sich weiter absetzen. Ist bisher schön gespielt von Expert auf Mirage. Ja, Sprout hat hier hart zu kämpfen. Unglücklich an der Stelle auch nochmal gefallen. Jetzt muss man nämlich mit dem Geld irgendwie komisch haushalten. Das ist ein Force-Buy auf 0 mit AKs, SGs, MAC-10 und Pistols, aber auch wenn die Runde nicht geht, hat man weiterhin kein Geld. Auch der Loser braucht nicht genug. Jetzt heißt es also irgendwie hoffen, dass die Runde durchgeht, sonst hat Expert eventuell mögliche 14 dann auf dem Konto und das ist schon sehr, sehr stark auf Mirage. Trotzdem, das Geld bleibt auch weiterhin knapp bei Expert. Also da muss man halt extremst aufpassen. Das ist eine auf dem Blatt Papier eine sehr, sehr knappe Partie. Und wir wissen, wie individuell Sprout hier aufbringen kann. Boah. Das ist ein nice Fake. Und die gehen jetzt einfach auf A drauf. Also 2 Leute, die versuchen B anzuspielen. Einer steht sogar noch. Das ist nochmal ein schöner Boost. Schön gemacht von Sync. Also, der Fake geht hier auf. Sie kriegen die Bombe auf den Spot. Aber die Gefahr lauert immer noch auf dem B-Spot mit Speedy. Der ist halt immer noch komplett woanders. Und damit wird noch nicht rechnen von Expert. Es kommt darauf an, wo jetzt Speedy hingeht und wie lange er unbekannt bleiben kann und was er da rausholt. Also, er hat halt nur eine Diegel. Nee, Mann, er hat ein Auge aufgehoben. Ja, da ist sie auch. Das ist krass halt durch Connector durch. 3-gegen-2. Ist in der Bombe. Ja, Speedy ist halt wieder auch sowas von dominant und die Runde geht an Sprout. 9-12. Also so ein klassischer Sprout-Fake, kann man sagen. Sprout versucht es gerne einfach mal, wenn sie wenig Equipment haben, mit 2 Leuten den B-Spot anzufaken, versuchen einen aus dem Fenster direkt durch den Kurz rauszuschicken. Also sie versuchen es halt wirklich sehr krass zu verkaufen. Und dann lassen sie einen hinten am K stehen und gehen gleichzeitig auf A drauf. Meistens fällt der Gegner auf so einen Fake halt wirklich rein. Und hier hat sich Expert vernaschen lassen. Und dann hast du als Speedy, der unbekannt ist, auf einmal am Rücken der Gegner stehen. Und das ist halt super wichtig, weil er hier den Stein auch dann ins Rollen im 3-gegen-3 gebracht hat. So, also Grüße gehen raus. Nämlich an Alex, der ist da. Der hat ja heute gewonnen, ne? Ad Hoc Gaming. Damit 2 Siege ordentlich gegen die Jungs von Epic eingefahren. Und damit das Debüt, oder das Debüt als Ad Hoc für Alex, ist hier gelungen. Also, Glückwunsch, ne? 16-9 und 16-10. Einmal auf Nuke, ne, auf Train. Und einmal auf Mirage. Das lässt sich sehen, ne? Also, wir sind gespannt. Und ich muss auch sagen, weil wir jetzt ja kurz Zeit haben, weil Expert sowieso in der Pistol Round ist. Für mich auf jeden Fall auch ein Top 4 Team. Also ich bin fest der Überzeugung, dass wir Ad Hoc Gaming auf jeden Fall auch vom 15. oder am 14. oder am 15. Dezember auf den Finals der ESL-Meisterschaft sehen werden. Ja, das kann durchaus passieren. Und ich, wie gesagt, Ad Hoc als Aufsteiger mit einem so starken Lineup als Vollzeit-Team, da sind die Faktoren auf jeden Fall da und die Voraussetzungen, um das Ding hier wirklich auch in Richtung Finals zu holen. Kann ich in der Historie gar nicht sagen. Gab es schon mal ein Team, was aufgestiegen und dann direkt in die Finals gekommen ist? Das hat nur der erste FC Kaiserslautern in der Bundesliga geschafft. Stark. Dafür gab es halt so viele Meisterschaften. Ich weiß es nicht aus. Ich weiß nicht, ob Sprout in der zweiten Diff angefangen hat. Das kann gut möglich sein, aber da müsste man nochmal schauen. Ja.
Ty Kitty holt sich den ersten Frag. Refrag versucht man da zu setzen. Die Smoke aber dicht genug. Okay, währenddessen aber der Bomb bleibt halt sicher. 25 Sekunden. Jetzt über Short komplett reinzugehen. Expert vielleicht mit einer Möglichkeit noch Schaden zu machen. Oh, sie kriegen Kito, sie kriegen Speedy. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt haben sie AKs. Geht man da nochmal drauf oder safet man die Waffen? Das ist die große Frage. Ich würde es zum Beispiel nochmal versuchen. Why not? Sie können sowieso nächste Runde teilweise versuchen, da einen Ball hinzulegen. Und das Risiko ist halt, ja, vielleicht sogar mal hoch, dass man bei Sprout hier die Runde holen kann. Und dann dreht hier einfach komplett am Rad. Also er hat heute echt gut gefrühstückt. So, da sehen wir nochmal den Zugriff. Dennis jetzt. Geht rein. Flashbang 1, 2 und zack. War natürlich, ein paar Leute waren angeschossen. Ne? Aber trotzdem. Und sie hatten keine Kevlar. Großartig, aber trotzdem, die Runde war stark. Für das Maul. Nächste Runde gestartet. Die Nummer 23. Damit dabei. Siehst du, ich hab's auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass es das gab, dass Sprout das geschafft hat. Echt? Sprout war, ja. Okay. Genau. Aufsteigen Sprout, und drauf. Genau, die sind der erste FC Kaiserslautern, der erste ESL-Meister. Sehr gut, sehr gut. Genau. Der erste FC Kaiserslautern konnte damals aus der zweiten Bundesliga aufsteigen und deutscher Meister werden. Ich glaube, das war das einzige Team, was bisher geschafft hat. Was das so geschafft hat, ja. Vielleicht tut man ja das zweite Team. Nur ein Vorteil hat Sprout, die sind danach nicht komplett zusammengeschissen, sondern die sind besser geworden. Ja, immer besser und besser. Ja, und der erste FC Kaiserslautern ist nur schlechter geworden. Oh, schade. Tja, so ist das. Ich fühle ein bisschen Traurigkeit in deinen Worten. Ja. Wir landen mit dem ersten Frag gegen Dennis. Eröffnet die Runde für Expert High Kitty. Schöner Fokus. Headshot. Bombe fällt. Den Drop kann man sehen. Man versucht zu helfen. High Kitty mit 3 und Speedy im 1 gegen 3. Das wird eine schwierige Situation für ihn, da nochmal was zu machen. Aber Sprout hat Geld. Und was ist das für ein spannendes Ding hier auf Mirage? Ah, das gefällt mir richtig gut, ey. Expert beißt sich hier wieder in die Partie rein. Ja. Brauchst du nicht abzuschreiben. Die Jungs. Und sie spielen echt gutes Counter-Strike. Dürfen wir nicht vergessen. Aika mit dem Anschuss. Na, Aika will es nochmal wissen, ey. Der wird noch spielen, wenn er 50 ist. Ich sag's dir. Schön. So. Also, Vanek unten schon dicht gemacht. Die Bombe ist natürlich down. Also, von hinten kann auch keiner mehr kommen. Über kurz, whatever. Klar hat man immer noch so ein bisschen der Fokus drauf. Aber alle Positionen sind so weit dicht. Und da kann man fast sagen, Speedy, geh. Safe. Na? Ja, bring die AK durch. Jo. 30 Sekunden, schauen wir mal. Also, es ist eine neue Runde für die Jungs von Expert. Und das hält sie weiterhin hier auf gutem Kurs. Also, abschreiben braucht man sie hier nicht. Und das starke Spiel von Expert. Also, es war wirklich sehr schön den Spot verteidigt. Immer wieder dieses Hin und Her, Moven, besonders auch von, wer hat den Frag geholt? Genau, von High Kitty. Muss kurz schauen. Und auch ein Support mit dem Ingame-Leader. Ja. Das war auf jeden Fall stark gespielt. Ja, bis halt da nichts zugelassen. Sprout also auch das Ball da rausgehauen, aber das Geld reicht auf jeden Fall. AWP wieder für Sirson. Geld ist da. Sogar noch ein bisschen was auf der Bank. Nicht komplett Bruch. Eine SG bei Speedy. 11 zu 13. Es gilt jetzt so langsam in den Runden. Es könnten Keyrounds werden, auch für Expert. Nicht schlecht. Also Expert will gar nicht hier aufgeben. Oder beziehungsweise sich einigeln. Die wollen weiter ihr Ding machen. Und das machen sie unter der Rampe. Vanek hat da eine sehr aggressive Position. Also er versucht hier nach vorne zu gehen. Und wieder das Duell gegen Faven zu suchen. So. Da muss Faven aufpassen. Er müsste jetzt eigentlich sogar die Information haben, dass einer durchsteht und da kommt der Kill von Vanek. Was hat er da bitte gesehen? Irgendwas im Fade oder irgendwas anderes, aber das war richtig gut. Vielleicht war es auch einfach Glück und er hat geprefired, aber der Kill war super wichtig. Mitten rein in die Smoke, einfach so. Und er ist voll drauf auf dem Model. Krasser Kill von Vanek. 5 gegen 4 jetzt, Expert. Mit der Eröffnung, da konnte Faven sich nicht dagegen wehren. Und das heißt jetzt für Sprout erstmal den Unterzahl-Nachteil auszuspielen mit der Bombe und zwei weiteren in der Mitte oben.
Wenn die Smoke jetzt wirft, weiß man das auf jeden Fall. Du darfst nicht vergessen, das ist Dynamit ausschalten, was sie da gerade gemacht haben. Ey, Faven ausschalten war richtig wichtig. So, Aika ist jetzt getrappt da oben. Da muss er aufpassen. Der Rest kommt über kurz und da steht der gute BML bereit. So, wird hochgeboostet. Sie ziehen gemeinsam rein. Damit ist die Information bekannt. Sie wissen, wo beide Spieler sind. Jetzt müssen die Duelle gewonnen werden. Aika hilft aus. Aika kommt noch um die Ecke. Hi Kitty ist am Start. Die Rotation ist diesmal sehr gut. Hi Kitty, kommt ihr nicht auf den Kopf drauf? Zieht sie gemeinsam rein. Jeder hat jetzt seine Suppe zu kochen. Sinkt mit dem Backup. Und der letzte Spieler ist bekannt mit Speedy. Und da ist die Runde da. 14 zu 11. Also Expert könnte den Traum hier wahr machen und gegen den Favoriten am Ende eine Map mitnehmen. Und weißt du, wie wichtig das ist, gegen Sprout eine Map mitzunehmen? Weil sie sind auch wieder mit Anwärter auf den Titel. Und eine Map gegen Sprout mitzunehmen, das wünscht sich jedes Team. Ja, vor allem, weil eben Sprout auch in den letzten Meisterschaften gezeigt hat, wie selten es vorkommt, dass man mal Sprout schlägt und wie selten sie auch einfach geschlagen werden. Das heißt, die Punkte, die man gegen Sprout holt, sind gedanklich nochmal doppelt so viel wert, weil einfach die anderen Teams auch unglaublich schwer haben werden, gegen Sprout Punkte zu holen. Expert also jetzt mit besten Voraussichtungen mindestens schon mal einen Punkt mitzunehmen, weil Sprout hier nur mit Pistols in der Runde steht und Expert mit der 15. Runde nochmal als Erklärung schon mal mindestens einen Punkt durch Erreichen der Overtime sicher hat. Ja, und das, wie gesagt, sind wichtige Punkte. Also, da kann Sprout was Gutes liegen lassen und den werden sie sich nicht abnehmen lassen, außer die Deagle eskaliert hier des Totalen. Aber sie haben ins Window reingeboostet. Das ist nochmal ein guter Move. Also, der Window-Boost gibt dir nochmal die Möglichkeit. Der Aika lebt aber und die Bombe ist down. Das hat er mitbekommen. Achtet hier Richtung Fenster. Faven geht nach vorne. Die Runde soll nochmal spannend werden. Faven kommt sogar eine Waffe ran. Oh mein Gott. Und auch Dennis hat die AUG in die Hände bekommen. Damit eine 3 gegen 3 Situation. Oh mein Gutes Gott. Timing für Dennis. Kommt an die Bombe ran. Da wartet immer noch einer. Das ist Bummeln. Und zinkt. Der zuschlägt. Zinkt mit dem zweiten hinterher. Und damit hat man die Bombe in der Hand. So, Dennis reißt das Ganze auf. 100 gegen 53 HP. Sinkt gegen seine alten Teammates hier auf Mirage. Und Dennis rennt zu B, was das Zeug hält. Er macht den Usain Bolt über die Map und versucht so schnell wie möglich die Bombe zu legen. Und da ist das Ding auf dem Spot. Sinkt weiß das auf jeden Fall. Das heißt er, weil er es gehört hat. Und rennt jetzt da dementsprechend in Richtung Kitchen. Jetzt kommt es darauf an. Also jetzt kommt einfach darauf an, hat Dennis den Beste, also schaut er in die richtige Richtung oder hat Zink die jetzt einfach auf dem falschen Fuß. 53 HP für Dennis, also eigentlich dann die nachteilige Position. Und Zink die schaut halt nicht hin, er kriegt nur Schaden, das ist noch nicht vorbei, das Duell. Dennis muss aufpassen, gewinnt jetzt aber mit dem Headshot und Sprout, oh, sie lassen sich halt nicht vernaschen. Der hätte Dennis keine bessere Waffe haben können in dem Duell, muss man einfach sagen. In dem Duell kannst du keine bessere Waffe als die AUG in die Hände bekommen oder die Krieg. So ein Winkelvorteil, da merkt man einfach, du hast mit der M4 in so einer Situation keine Chance. Wirklich, absolut zero. Jetzt bin ich gespannt. Bombe wird gedroppt, alle laufen erstmal weg vom Spawn. Und da ist der komplette Stack von Expert Richtung A. Ersten holt man sich von Kito, zweiten holt man sich von Kito. Der ist so präzise auf dem Kopf, das ist unglaublich. Double Kill von ihm, damit der A-Push eigentlich sicher schon bekannt. Also auch High Kitty, der jetzt da von hinten steht, das hat man auf dem Schirm. Da kommen die Flashbangs, versucht das Ganze abzublocken, aber Faven traut sich noch nicht da raus. Aber man weiß auch nicht bei High Kitty, dass die Bombe outside liegt. Von daher ist das so ein bisschen warten. Sie müssen es aber trotzdem auf dem Schirm haben, dass der Rest unten an der Rampe kommt, wenn schon so viel Richtung Haus reingepusht ist. So, jetzt wird hier langsam reingepiekt. Das ist auch Erfahrung, die Sprout hier mitbringt. Trotzdem, die Deagle vernascht. Und Kito hat einiges vor sich. So, jetzt gehen sie nach vorne, wollen die Waffe haben. 1, 2, 3. Oh! Mehr gibt's hier nicht. Das war nochmal wenig. Die Antwort. 3 gegen 2 Situation. Boah, krass. Jetzt nochmal wirklich eine knappe Situation möglich für Expert. Die Bombe liegt halt immer noch da oben, was ein bisschen ungünstig ist. Aber man kann den Winkel nicht gut halten. Das heißt, Speedy schleicht und schleicht. Er hat Angst, dass da gleich jemand rumpiekt. Smoke, jetzt die Bombe graben und dann zu B. Genau, einfach auf Nummer sicher. So, jetzt kann man nochmal zuschlagen. Dennis wartet, will's auf Nummer sicher machen, beide rausnehmen. Der Schaden immens, den Expert hier verteilen kann. Damit eine 2 gegen 1 Situation. Haikiti hat es alleine in der Hand, hat aber keine Kevlar. Jetzt kannst du natürlich überlegen, willst du die Runde nochmal teuer machen und willst du es nochmal versuchen oder willst du die Waffe safen gehen? So, schaut mal Richtung Underpass. Bombe wird auf jeden Fall gelegt. Einer wartet oben Richtung Haus. Window ist zu. Und Haikiti, ich denke, da wird er safen. Also, alles andere wäre halt ohne Kevlar absolut riskant. Nimm mal lieber die AK mit in die nächste Runde
und spielt sie da nochmal. Und dann könnten sie theoretisch kaufen, ne? Auch kaufen. Sie haben jetzt zwei Runden in Folge abgegeben. Ja, okay, die kann der einzige, genau. Für BMLN. Genau, der kann droppen. Wenig muss halt auf eine Farmers gehen. High Kitty kann selber kaufen, dann passt das schon. Ja. Aber machst du das jetzt? Also macht man es bei 14, 13 oder nicht? Oder sagt man, okay, komm 14, 14 und dann beide Runden? Ich kenne Aika, der sagt... Ich kenne Aika, der macht... Nee, der sagt, wir machen auf Nummer sicher. Okay, ich dachte jetzt all in. So, da sehen wir nochmal den kleinen Push an der Rampe und wie Kito abräumt. Ja, aber nichts Besonderes, ist natürlich keine Kevlar dabei. So, und ja, man macht auf Nummer sicher. Das ist... Da kommt der Allmann-Aika raus, ich sag's dir. Nein, das ist ja auch sinnvoll, ja. So eine Situation, um auf Nummer sicher zu machen. Du willst halt das Geld haben, investierst nochmal ein bisschen. Es sind nur 1600, die man da kriegt. Das ist halt nicht genug. Oder fast 1600, ein bisschen mehr. Ich habe nur zwei Runden in Folge abgegeben. Ja, da kannst du mal halt, da beginnst du halt keinen Blumentopf mit. So. Faven wartet. Erstmal wieder auf aggressive Pushes von Expert, die ja nicht so unwahrscheinlich sind in so einer Runde. Lässt sich auch wirklich Zeit bei Sprout, dass er jetzt nicht irgendwas pushen, was dann vielleicht nach hinten losgeht. Sprout weiß ganz genau, keine Runde mehr, die man hier abgeben möchte an Expert. Man will drei Punkte mitnehmen, man will drei Runden in Folge jetzt noch holen. Und eine wird ihnen eigentlich auf dem Silbertablett serviert mit der Pistolrunde. Ja, da ist Sprout eigentlich zu abgeklärt. Gegen deutsche Teams. Ja. Ich erwähne es nur nochmal. Ja. Gegen deutsche Teams. Also gegen nationalen Vergleich. International manchmal schwierig anzusehen. Tat ein bisschen weh in den Augen. Da kam auch eine Träne bei mir am Wochenende. Sah nicht so gut aus manchmal. Einfach. Aber das Turnier allgemein war so oder so sehr, sehr hart auf Anti-Ekos. Also, boah, das tat richtig weh manchmal. Aber... Nicht nur Sprout, auch viele andere Teams. Nochmal der Schaden von Zinkt. Jo, ja. Und am Ende wird es entschieden. Also ein bisschen kann man hier noch drauf geben. Aber am Ende ist es hier das 14 zu 14. Expert muss es in der Runde in die Hand nehmen. Ja, und das bedeutet jetzt also wieder volle Distanz hier auf der letzten Map, dem letzten Match der Meisterschaft. Am ersten Spieltag hier im Eröffnungsday. Und das ist nochmal richtig, richtig gutes Game, was wir hier sehen. Also ich hatte ein bisschen Angst nach dem 16-1, aber... Hier wurde auf jeden Fall nochmal alles ausgepackt und richtig, richtig knapp gemacht. Entweder ein Team holt zwei Runden in Folge oder wir gehen sogar zum Abschluss nochmal hier auf eine Overtime. Und damit starten wir rein in die 29. Runde. Und was Expert hier spielt auf Mirage, gefällt mir verdammt gut. Ist nicht umsonst neben Inferno ihre beste Map. Und was sie hier bisher zeigen, mein Respekt, es ist gutes Counter-Strike. Sprout hat hier echt hart zu kämpfen, besonders am Anfang. Ende könnte Expert so ein bisschen das Genick brechen, dadurch, dass sie halt in den Geldnachteil gehen und hier unvorsichtig werden. Das ist nicht gut rüber rotiert und das ist eigentlich ein leichtes Spiel für Sprout, da zwei Kills zu holen, kriegen aber nur einen. Und da merkst du gerade, dass Haikitty da komplett geisteskrank gerade einfach nur Richtung Mitte reingerannt ist, nachdem die zwei Smokes kommen. Da musst du aufpassen. So darfst du da nicht reinrennen. Also da war Kitty gerade mit Schaum unterwegs, aber Sing steht schon im Rücken. Ah. Oh nein, er macht nur einen. Das ist zu wenig. Ausgleich von Syrson kommt sofort. Die Smoke immer noch für CT bereit. Man kann die Bombe jetzt eigentlich planten. Aber noch aimt man ab. Man wartet noch, dass irgendwo was pusht. Syrson hat eigentlich genug Informationen von seinen Mates, dass er hier planten kann. Macht er jetzt auch. Bombe liegt. Der Push kommt ein Stückchen zu langsam vielleicht. Jetzt kann man hier reingehen. Syrson synkt. Faven, der letzte jetzt. BMLN, 1 gegen 2. Dennis und Faven. Und das ist so wichtig. Wo kommt der erste Peek? Man weiß genau, wo er steht. Es wird so schwierig für ihn. So, bleibt oben im Haus. BMLN muss eigentlich das Duell oben im Haus eingehen oder hinten das Duell. Boah, schön. Richtung Connector. Das kann er nicht machen. Nicht machbar für ihn. Es ist ein 14-15. Ist das knapp. So, Expert. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo du es wegen Geld verlieren könntest. Ja. Und wie schon eben die Runde davor erwähnt, es könnte am Geld liegen, dass Expert das Ding am Ende verliert.
Sprout kämpft sich hier, er beißt sich in der Partie fest. Und das ist einer der Qualitäten, die natürlich so ein Favorit mitbringt, niemals irgendwas liegen zu lassen. Und so wie es aussieht, möchten sie es mit einem Execute Richtung A hier beenden. So, Vennik wird auf Close Distance abgestellt, so wie fast das komplette Team. Also, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was hier möglich ist. Ob Expert nochmal die Kraft nutzen kann. Nochmal zu dem Himmel die Hände raufstrecken kann für die Genki Dama. Und hier auf eine Overtime kommt. Und damit einen Punkt mitnimmt. Ich würde ihm den Punkt echt gönnen. Ja, würde ich auch. Also, ja, nach der Leistung auf Mirage würde ich ihm da auch den Punkt gönnen. Schauen wir mal. Das ist halt super schwierig jetzt. Das wäre das zweite Mal, dass der Favorit mit 16-14 gerade noch so ihre drei Punkte sichert. Und Sprout hat halt einfach einen guten Waffenvorteil hier jetzt. Lässt sich auch die Zeit. Will das jetzt nochmal perfekt runterspielen, um hier den Abend zu beenden. Lässt sich wirklich Zeit. 45 Sekunden, immer noch kein Execute zu sehen. Aber auch noch keinerlei Kontakt zu den Spielern. So. Oh, das ist interessant. Expert jetzt mit einer Doppeldeckung. Einmal das Bait-Setup von dem Ingame-Leader. Kann ich mal empfehlen, der schmeißt immer random Smokes auf Twitter. One smoke per day. So, und der Execute geht los. Also, es wird jetzt eingeleitet. Bummel, bummel, bummel. Nicht ganz, aber sie haben es auf dem Schirm. Ja, sie haben es auf dem Schirm. Dennis macht hier den Doppelkill. Jetzt ist es sick in der Ecke. Bombe geht drauf. Zweiten gibt es nicht. 3-2 Situation. Es sieht schlecht aus, aber es sind 9 Sekunden. IK steht im Rücken. Der kann die Runde bringen. Aber die Bombe, die wird im Default gelegt. Nochmal die Antwort. Und damit ist es Faven hier im 2-1. Was kann er jetzt machen? Faves. Und es geht in die Overtime. Also, sie können es retten. Schöne Rotation am Ende von IK. Und Haikiti mit dem Support. Es läuft und Expert ist noch im Rennen. Super stark, man rettet sich nochmal auf die Overtime. Der Punkt ist sicher. Expert bringt Sprout hier schon in ihrem ersten Spieltag an die Grenzen auf Mirage. Verlangt ihnen hier alles ab und sie schaffen es nicht, die Runde zu klären. Und damit haben wir hier die erste Overtime der Meisterschaft. Oh, sehr starker Backstep von Aika. Ja. Am Ende legt man die Bombe halt defensiv im Default, was vielleicht auch dann so ein bisschen, wenn du halt, wenn dir die Zeit weggeht und du das Problem bekommst, die Bombe im Default legen zu müssen und nicht offen, weil du auch keine Granaten mehr hast, dann bist du natürlich echt in der Gefahr auch getrappt zu werden, weil dann fliegen da Granaten rein, dann kommt ein Molotow, dann kommt eine Nade, dann kommt Smoke, du wirst da hinten in der Ecke festgehalten, das heißt, du hast sehr wenig Spielraum, wenn die Zeit halt zu weit nach unten läuft. Und das war hier auch so ein bisschen der Fall für die Jungs von Sprout. Wohin können sie sich noch bewegen? Die hatten 9 Sekunden Zeit, die Bombe zu legen. Ja. Und mussten halt gucken, dass sie irgendwie das Ei bewachen können. Und am Ende kann Aika halt perfekt das Timing ausnutzen und Haikiti gewinnen. So. Das ist eine Warm-up. Ja, ich. Ja. Es wird so seriös gespielt. Es ist gerade so. Ja, da wird schon mal. Wird schon mal ordentlich geprackt. 1 gegen 3 Situation. Genau. Haikiti, auf geht's. Ach, schade. Jetzt geht's los. Ah, jetzt. Schon noch. Ich hab schon gedacht, du überlegst gerade, es würde echt schon losgehen, ne? Nee, ich hab's gewusst, aber es sah so realistisch aus. Sie haben sich schon Mühe gegeben, Realbedingungen nachzustellen. Deswegen. So, 15-15. Das ist das Ergebnis. Also ein Punkt gibt es auf jeden Fall schon mal für die Jungs von Sprout und einen für Expert. Und das wird ein wichtiger Punkt für Expert sein im späteren Verlauf in dieser ESL-Meisterschaft. So, Aika, jetzt ein bisschen aggressiver in der Mitte und er versucht das nächste. Wird schön gemacht. Also, er fängt direkt an, die Mitte hier sauber zu machen, wie Meister Proper zu seinen besten Zeiten. So, und Aika macht hier direkt weiter. Hat auf den Schirm. Stark, 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 stark von Aika. So, Dennis nochmal auf der Suche, sieht den Arm, man schießt vorbei, steht aber mit 2 Leuten da bereit, die Bombe ist getroppt, das müsste Aika auf dem Schirm haben oder hat es auf dem Schirm gehabt. So, Bummeln versucht da nochmal ein bisschen Equipment reinzuschmeißen, aber das Ding sollte, ja, Sprout nicht mehr holen können. Ja, schön, so ist es. Schöne Runde, 4 Mann überleben, kein Problem für Expert, das sah sehr, sehr solide aus zum 16-15. Und damit hier nochmal das Ganze nachgezogen. Haben ja die 16K Halbzeiten Overtime hier.
Also wirklich das Geld. Gar kein Problem normalerweise. Kein relevanter Faktor. Dementsprechend weiterhin zwei AWPs auch bei Expert. Eine bei Syrson. Man geht wieder Richtung Mitte. Lässt die Bombe da erstmal liegen und arbeitet sich wieder nach vorne. Oh, Aika knapp. Knapp den Shot verfehlt. Den zweiten trifft er aber knapp. Auch wieder an der Smoke entlang. Schwere Shots, die Aika hier jetzt gerade hittet. Raven versucht es wieder, kriegt auch direkt ein Ding. Zack, rein ins Gesicht. Wenig erfolgreich. Rechne mit Perles. Aika wieder da. Wenig mit dem nächsten. Und damit Dennis und Speedy. 2 gegen 5. Ja, Aika ist gerade hier der Flo, der überall rumläuft. Hüpft von Position zu Position. Gutes Timing dafür bummeln. Und damit ist es nur noch Wenig, der unten an der Rampe ein bisschen aufpassen muss, oben Richtung Haus und sein Team halt den Spot dicht macht. Und wer wartet, ist es DJ Speedolf unterwegs. Boah, schön. Mit Kill Nummer 1. So, einen macht er. So, 4 gegen 1 Situation. Vieles hier für Speedy nicht mehr machbar. Am Ende ist es sowieso egal, ob er stirbt oder überlebt, ja, weil sie haben sowieso 16.000. Das ist ja das ESL. Regelwäsch. So, A kann nochmal aufnehmen. Der Versuch könnte nochmal Richtung A gestartet werden, aber das ist zu viel Information, die man bekommt. Diese Steps kriegt Haikitty alle mit und er aimt auch an mit der AWP. Seine Chance, das war's. Runde vorbei. Expert geht auf ein 17 zu 15. 2 Runden konnten sie holen. Jetzt noch eine und dann haben sie die perfekte CT Overtime abgeschlossen. Und dann wird es natürlich sehr schwer für Sprout. Ja, dann kann man nur noch auf eine zweite Overtime spielen, wenn man dieses Spiel hier gewinnen möchte. Und für Expert wäre es ein großer Erfolg, auch wenn es nur die Overtime-Siege sind, also nur 2 Punkte von 3, ist es halt gegen Sprout allemal wertvoll. Und da würde ich sie dann auch, also sie sind ja wie gesagt dann im Siegerinterview nachher bei uns. Ja. Das würde mich auch interessieren, wie sie das Spiel hier einschätzen. So, es geht nach vorne. Aika fängt wieder an. So, hinter der Mond und zwar sinkt. Und damit haben sie gar nicht Geld. Dieses aggressive CT-Spiel gefällt mir gerade super gut. Aika macht hier fast die Runden alle im Alleingang. Was hat der gerade bekommen? Nochmal einen hinterher. 3K von ihm. Letzter ist bekannt. Da will er den vierten. So läuft das. Er spielt die Overtime halt fast alleine. 3K, 3K, 4K. Das waren jetzt, warte, 10 Frags in 3 Runden. Ja. Uff. Also, Aika spielt hier komplett alleine. Einfach mal fast die komplette Overtime runter. Krass. Kranke Runde. Easy für Aika. Ja. 18, 15. Sprout. Ja. Muss mich da leider zurückfalten. Mir ist da gerade was ganz Böses eingefallen. Nicht gegen Aika, aber das war sehr schön gespielt von ihm. Und damit Match Start. Damit sind wir wieder live. Triple AWP bei Sprout. Ja, wenn man das Geld hat, kann man da rein. Hatten sie schon bei der Games Clash Master gemacht, dass sie halt hingehen und sagen, okay, wir kaufen Triple Orb. Faven legt sich dann noch eine M4 vorne hin und kann dann halt wechseln. Ay caramba, ist auch schön. 5 gegen 5. Aika macht das Würstchen. Ui, ui, ui. Okay, der ist 10 von 10. Ja, der ist echt 10 von 10. Aika macht das Würstchen. Das wäre so ein Chat-Command, Mann. Sehr gut. Schön, mal Mann. Mal gucken, vielleicht können wir den aufnehmen. Gut. Ausrufezeichen Aika und ja. Aika macht das Würstchen. Kito mit einem schönen Winkel Richtung B. Bisher lässt man sich Zeit. Expert weiß, es hängt alles an einer einzigen Runde fest hier. Ja, eine Runde braucht Expert, um die Sensation hier wahrzumachen und eine Map mit heimzunehmen. Zwar nur 2 Punkte, aber 2 wichtige Punkte. Einen haben sie auf jeden Fall bekommen. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, es geht los. Kito fängt an, 2. hinterher. Es ist ein Fake. So, bummeln, reißt das Ganze auf. Das scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben. Zwischenzeitlich hat man hier ausgeschlossen bei Dennis, weiß auch, dass es A wird. Jetzt heißt es aber, bei Expert auch die Bombe legen und den Spot hier verteidigen. So, nochmal der Sprung nach oben. Speedy holt die Informationen. Syrson ist mit der AWP am Start. So, sie brauchen eine Runde. Aika, der eben 4. So viel gemacht hat, der sucht schon wieder, ja, findet den 4. Ersten. So, mal gucken, was er machen kann. Sinkt mit dem 2. 2 gegen 2 Situation. Man kann das Ganze hier nochmal klären. Einer kommt übers Haus. Die Frage ist, rechnet man mit Dennis? Speedy ist bekannt. Und damit ist 2 gegen 2. Aika mit der AWP immer noch am Start. Dennis von oben nicht bekannt. Er holt sich Sync D. Aika muss sich umdrehen. Jetzt hat er 1 gegen 2. Kann das nochmal als Held klatschen? Den ersten verschießt er. Aber er macht nochmal den schnellen Flick in Richtung Palace. Aika im 1 gegen 1. Und Aika klatscht die Runde. Was ist denn das?